Ja, dann auch jetzt ganz offiziell nochmal Hallo an alle zu diesem schönen Dreiergespräch, das wir jetzt hier starten können. Das war ja so ein bisschen so, es war ja mehr so ein Zufallsding letzten Endes, ne? Cosima und ich hatten uns dann ja dieses eine Video von Mario Hirt vorgenommen, diesen einen Satzang, diesen Online-Satzang. Und dabei war das Interessante halt jetzt hier nicht Mario, sondern letzten Endes eigentlich du, Katharina, beziehungsweise wie das Gespräch zwischen dir und Mario denn da so abging, ne? Was er denn so von sich gegeben hat. Und das fanden wir sehr interessant und hatten einfach mal Bock darauf, mit dir dann direkt mal darüber zu sprechen, wie das denn für dich eigentlich so war. So. Und in dem Zuge werden Cosima und ich ja bestimmt noch ein bisschen was auch zu uns erzählen, weil wir ja, was dieses ganze Thema betrifft, so ein bisschen eine kleine Gegenhaltung haben, eine Gegenposition einnehmen, weil wir halt beide auf unterschiedliche Art und Weise doch wie geschädigt sind von diesem ja speziellen spirituellen Bereich, ne, Non-Duality. Genau. Ja, und deswegen sind wir jetzt hier. Ja, was sehr schön ist, was ich gerade schon gesagt habe, bevor wir die Aufnahme gestartet haben, aber um das nochmal zu sagen, ist cool, dass du Bock drauf hattest, mit uns zu reden, weil ich da gar nicht so mit gerechnet habe am Anfang. Und ja, keine Ahnung, ich habe jetzt mir keinen Plan gemacht, wie ich dieses Gespräch hier führen möchte. Ich dachte, wir quatschen einfach mal halt, ne, über deine Erfahrung. Du hast ja schon ein bisschen geschrieben, wie du das Ganze wahrgenommen hast für dich. Vielleicht magst du es gleich mal so ein bisschen erzählen. Und dann schauen wir einfach mal. Genau, ja. Also ich bin grundsätzlich einfach offen gewesen für Ansätze, also andere Ansätze oder Konzepte, Meinungen. Ich meine, ich war halt oder bin ja so, was heißt auf der Suche? Also ich kann mir schon gut vorstellen, ich meine, ich habe ja das Video danach auch nochmal angeschaut, also das Video mit Mario Hirt und dem Rest der Truppe. Und klar komme ich da sehr unsicher rüber, zugegebenermaßen. Und er ist auch natürlich ein bisschen dominant gewesen, ne, von seiner Art her. Aber ja, das, was halt die Leute, also was man ja nicht weiß, ist, wie ich wirklich bin. Also kein Mensch kennt mich ja eigentlich. Und ich kam zwar so unsicher rüber, aber im Nachhinein hat mich das Ganze jetzt weder irgendwie langfristig geschädigt, noch habe ich mir jetzt da krasse Gedanken gemacht. Aber ich verstehe, dass das natürlich auch bei anderen Trigger auslösen könnte. Vor allem muss man mit manchen Aussagen vielleicht ein bisschen vorsichtig sein, die da auch getroffen wurden von seiner Seite aus, weil man weiß halt nicht, was dahinter steckt. Und man sieht halt die Menschen über den Screen und kennt die Menschen gar nicht und man weiß auch nicht, ich sehe ein Gesicht, aber ich kann ja nicht in die Seele blicken von dem anderen und weiß nicht, bringt er sich danach vielleicht um? Also, und das Gute ist halt, dass ich Gott sei Dank keine psychischen Probleme habe, sondern halt einfach nur wirklich eine Neugier dahinter steckte. Weil ich ja eben, wie gesagt, mich geöffnet habe für Spirituelles. Ich kam halt davor komme aus einer religiösen Familie und bin orthodox aufgewachsen. Und irgendwann habe ich halt angefangen, das so ein bisschen für mich zu hinterfragen. Auch das ganze Konzept von Gott zum Beispiel und was Gott überhaupt sein soll. Und dann habe ich halt mich ein bisschen mehr mit den spirituellen Themen beschäftigt. Und habe da auch ein bisschen so in die Richtung Energiearbeit tatsächlich Erfahrungen gemacht. Also auch mit einem Coach in der Richtung Reiki, der Reiki praktiziert. Irgendwann habe ich dieses Gefühl entwickelt aber ist halt manchmal so ein Gefühl da. Das ist jetzt aber nicht die ganze Zeit und ich fühle mich trotzdem noch normal. Also ich denke schon, dass ich trotzdem existiere und alles, aber es ist einfach nur manchmal so ein Gefühl, was ich nicht wirklich beschreiben kann, wo ich einfach so diese Wahrnehmung habe, alles ist eigentlich nur eine Illusion auf eine Art. Ich kann aber auch nicht genau beschreiben, was ich damit eigentlich genau meine. Das ist halt nicht so einfach, finde ich, manchmal bei diesen ganzen Themen.
dann wirklich zu beschreiben mit Worten, was man dann eigentlich so empfindet, aber ich es ist jetzt nicht so, dass ich das jetzt die ganze Zeit 24/7 habe, dieses Gefühl. Und genau, und dann bin ich halt auf Mario gestoßen, weil ich was gelesen hatte, wo er halt eigentlich so ein bisschen das bestätigt hatte, ne, dieses Gefühl von mir, was ich habe, hat er halt irgendwie ein bisschen bestätigt mit seinem Konzept oder wie er halt das Ganze, ne, sieht, sein Glaube, was auch immer. Und deswegen war ich dann eben auch dafür empfänglich, hier das Ganze mal so reinzuziehen. genau, ja. Aber naja, ich habe dann auch schon währenddessen gemerkt, dass es schon sehr einseitig ist. Also, wie ihr ja auch schon so kommentiert habt, ne, man durfte nicht ausreden, man wurde manchmal auch ein bisschen klein geredet. Es ist halt nur so, ich habe das nicht wirklich auf mich persönlich bezogen. Also klar, es ist zwar im ersten Moment schon nicht so schön, ne, dieses Gefühl, aber also ich habe es halt einfach nicht auf mich bezogen. Ich meine, ja, warum sollte ich das? Ja, das ist ja, ist gut, dass du das nicht gemacht hast. Also ich glaube, ich zum Beispiel bin so ein sehr sensibler Mensch. Ich glaube, ich hätte das schon auf mich bezogen, aber ich hätte es irgendwie getroffen, so die Art und Weise, mir zu reden. Aber vielleicht, weil das auch Triggerpunkte von mir sind, ne? Ist halt gut für dich, dass es das nicht getan hat. Und ich muss auch nochmal sagen, ich fand dich in dem Gespräch an manchen Stellen ja unsicher, aber auch massiv mutig, also wie du immer wieder auch mit deinen Fragen, weil du hast ja schon gemerkt, so irgendwie war er da eigentlich, er hatte nicht so Bock auf deine Fragen teilweise, ne? Das war nicht so sein Ding. Und wie du das aber trotzdem immer gepusht hast, weil es eben auch, du hast voll die wichtigen Fragen und guten Fragen gestellt, ne? Und dass du auch dabei geblieben bist und irgendwie dazu deiner Meinung gestanden hast, fand ich einfach total stark und total gut. Du hast dich da einfach überhaupt nicht beeindrucken lassen von eben seiner Art. Und das fand ich sehr, sehr cool. Also ich habe dir sehr gerne zugeschaut und hatte viele Momente, wo ich dachte so, ja, das sind die Fragen, die man stellen sollte. Und es ist traurig, dass darauf nie geantwortet wird, sondern immer nur ausgewichen wird mit so Sachen wie, ja, wer fragt denn das? Oder was auch immer die dann da zum Besten geben, was das angeht. Ja, das stimmt. Also ich meine, ich denke mir halt so, wozu, also das soll ja ein Austausch sein, dachte ich zumindest, ne, als ich dann da, und das Lustige ist aber, also es hat ja kein Mensch was gesagt eigentlich fast, ne, das Gespräch fand halt wirklich zwischen ihm und mir zu 90% statt, irgendwann hat eine Person, glaube ich, irgendeine, ja, Frage gestellt zwischendrin zu irgendwas, ich weiß nicht mehr genau, was es war, ja, und ansonsten, genau, hat es halt sehr zwischen mir und ihm irgendwie dominiert, dieser Dialog. Und im Nachhinein dachte ich mir dann aber auch so, also haben die alle keine Meinung oder darf man nichts sagen oder so, ja, was ist das denn hier jetzt eigentlich so, dachte ich mir. Und ich weiß halt nicht, ob er halt das wirklich den Menschen einfach so aufzwingen will oder ja, oder ob das einfach nur wirklich seine Art ist. Aber mir hat das jetzt zwar nicht wirklich weitergeholfen, so in meinen eigenen Fragen, die ich halt mitgebracht habe, ne, was er da so sich gegeben hat, weil es ging ja immer wieder in diese, es kam ja nur dieses, wer fragt denn? Und im Endeffekt kann dadurch natürlich gar kein wirkliches Gespräch, kein Austausch stattfinden. Und natürlich irgendwann werde ich halt auch, ich bin halt ein bisschen manchmal dann auch impulsiv gewesen und habe dann halt auch natürlich immer wieder das Gleiche auch gefragt, weil wenn er halt auch immer nur wieder das Gleiche sagt, dann kommt da halt nichts dabei raus, denke ich mir, und wozu macht er denn das Ganze dann? Also das verstehe ich halt nicht so ganz, wozu er das macht. Und im Endeffekt sowieso nichts wirklich existiert und dieses Spiel, wie er es immer sagt, nur sinnlos stattfindet, dann wozu gibt er sich die Mühe und macht es dann, denke ich mir. Das verstehe ich halt nicht ganz, aber Da hat Björn, glaube ich, eine Theorie zu, die er gerne da mal in den Raum werfen will. Ja, das denke ich, das habe ich auch. Also das Ding ist, du musst ja bedenken, das ist ja eine andere Geschichte, als wenn du jetzt, sagen wir mal, mit einem Reiki-Coach oder mit einem anderen spirituellen Coach zusammen bist und irgendetwas ergründen möchtest oder so. Weil dann hast du trotzdem noch einen Mensch
vor dir, der vielleicht irgendwelche Erfahrungen gemacht hat und der irgendwo hin möchte oder der dir irgendwas erzählen möchte, wie auch immer. Aber wenn du bei Mario Hirt bist, dann ist da kein Mensch mehr, sozusagen. Also aus deiner Sicht vielleicht schon. Du siehst da eine Person, einen Menschen und der hat irgendwie Ideen oder so, die er mit dir teilt, in Anführungsstrichen. Aber aus Marios Sicht ist da ja überhaupt niemand mehr. Dem nehme ich das auch ab, dass der das so tatsächlich wahrnimmt. Also ich glaube, es gibt in dem Bereich sicherlich so Scharlatane, die dann auch das Ganze einfach nur kopieren, um das irgendwie verkaufen zu wollen, die das so nachquasseln. Aber ich glaube, der nimmt das auch so wahr. Das heißt, er hat eine bestimmte Erfahrung gemacht und der empfindet das so, als gäbe es ihn nicht, also nicht als Person. Und dann, er spricht ja auch immer davon, dass da einfach nur dieser Mario-Typ sitzt oder dieser Avatar oder was weiß ich und aus dem Mund kommen irgendwelche Worte, das kann er sowieso nicht steuern, das ist determiniert und ja, das ist dann einfach so. Ja, und dann bring dich halt um und wenn du dich umbringen sollst, dann wird das auch passieren, wenn nicht, dann nicht. So, das heißt, aus seiner Sicht ist da niemand. Und natürlich kannst du dir dann die Frage stellen, okay, was soll das Ganze denn dann? Wenn aus seiner Sicht eigentlich gesagt wird so, ja, da ist niemand, hier ist niemand, niemand da. Wer erzählt dann wem irgendetwas? Weil er sagt ja auch immer, wer fragt? Dann könnte ich ihn auch fragen, ja, wer erzählt? Wer erzählt denn da, Mario? Was ist denn da los? So, ja, niemand erzählt irgendetwas. Niemand erzählt niemandem irgendetwas. Denn es ist einfach nur das, was passiert. Du könntest doch in irgendeinen Schweinestall gehen und den Schweinen beim Grunzen zuhören. Das könntest du auch machen. Das wäre auch nur das, was passiert. Ohne Ziel, ohne Zweck, ohne Nutzen. Und dann stellt sich natürlich die Frage, okay, aber warum das Ganze? Also wenn man dann erwacht oder das eine erwacht in einem Avatar oder durch einen Avatar, warum erzählt es denn noch irgendwelchen anderen irgendwelche Geschichten? Weil wenn ich jetzt erwacht wäre, was heißt ich, also wenn das eine erwachen würde durch diesen Björn-Typen hier und labert halt einfach, warum soll ich euch NPCs denn irgendwas erzählen? Warum soll ich euch Erscheinungen irgendwas erzählen? Wenn da bei euch, es gibt keine Cosima, es gibt keine Katharina, da sitzen einfach so zwei weibliche Typen rum und die funktionieren einfach nur so innerhalb des Spiels. Einfach so. Die machen einfach, was sie machen, das ist determiniert, da ist kein freier Wille, das ist gar nichts. Warum soll ich euch denn erzählen, wieso soll ich etwas euch was vom Erwachen erzählen? Wieso soll ich euch dahin bringen? Weil ihr seid doch eh nur irgendwelche Traumfiguren in meinem Traum sozusagen. Was soll das? Ne? Also deswegen auch die Frage, die ist ja voll berechtigt, was soll der Quatsch denn dann? Wenn das eh einfach nur so passiert. Ist ja irgendwie Blödsinn eigentlich, ne? Und meine Theorie dahinter ist halt, weil ich habe selbst so eine Einheitserfahrung gemacht, wo quasi nur noch ich als etwas Unpersönliches übrig war und sonst wirklich niemand. Und von meiner Seite aus konnte ich sagen, ja, dann ist jetzt auch Schluss. Dann muss ich da auch nicht mehr forschen und dann muss ich auch niemandem davon erzählen. Wozu? Es gibt doch sowieso niemanden mehr. Da ist doch niemand da und es war auch noch nie jemand da. Das ist so die Erfahrung. Und dann ist natürlich die Frage, okay, warum passiert das denn trotzdem noch? Also bei mir war die Einheitserfahrung dann irgendwann weg und ich habe das einfach als subjektives Erlebnis halt abgehakt und gesagt, okay, das hat mein Gehirn produziert aufgrund dessen, was ich alles vorgelesen habe. Egal, ad acta gelegt. Aber die Frage ist, wenn jemand dann irgendwie weitermacht und das ständig erzählt und sich diese ganzen Leute immer wieder in den Satzangs treffen, immer wieder denselben Kram reden und immer wieder, wer weiß, wie viele Tausende von neuen Worten finden für das eigentlich Unsagbare, warum denn eigentlich? Und meine Theorie ist halt, dass die halt einen Grund haben, warum sie sich eigentlich, ich sag mal, wegdissoziieren. Sie schieben sich ja quasi komplett beiseite. Also sie schütten sich also komplett selbst mit dem Bade aus, mit allen Problemen, die sie haben. Aber um das aufrechtzuerhalten, dieses Narrativ, das ist auch nur eine Geschichte im Kopf, um das aufrechtzuerhalten, müssen sie diese Geschichte erzählen. Sich selbst und was noch viel effektiver ist, wenn sie die anderen erzählen und die das dann im besten Falle auch noch bestätigen. Und die anderen in dem Satzang da, die haben ja auch nichts anderes gemacht, als das einfach nur nachzuplappern. Oder sie haben da einfach gesessen und komisch dümmelig gelacht und das war's dann irgendwie. Mehr kam da nicht. Aber sie bestätigen ihn. Genau, sie bestätigen seine Sichtweise halt auch, indem da ja auch, ich meine, er präsentiert sich jetzt nicht so als der Guru, aber letztlich wird er ja von vielen anderen wahrgenommen als eine Person, die auf jeden Fall mehr weiß als die Leute, die da sind. Deswegen geht man ja dahin, weil man denkt so, okay, vielleicht weiß der irgendwas, was ich halt noch nicht weiß. Und im besten Fall komme ich dann vielleicht dahin, wo er hin will. Und das ist natürlich dann auch eine schöne Position, in der man da sitzt, so ein bisschen angehimmelt zu werden quasi. Und das bestätigt natürlich auch das eigene Narrativ oder die eigene Geschichte, die man sich da erzählt, dass man halt keiner mehr ist. Und dann kannst du einfach drinbleiben. Dann bleibst du einfach in dem Narrativ
alle bestätigen das ständig wieder und du bestätigst es dir selbst, das ist die Geschichte, die du dir selbst erzählst und kannst in diesem Zustand verbleiben. Na, weil es nicht jedem gelingt, das halt einfach so in seinem Zustand zu verbleiben. Selbst die, sagen wir mal so, das ist ja so ein bisschen die Erwachten-Bibel, ne? Suzanne Siegel, Kollision mit der Unendlichkeit. Ich weiß nicht, ob du das Buch kennst, Katharina? Nee, noch nicht. Da habe ich auch mal eine kleine. Muss man auch nicht lesen. Muss man auch nicht unbedingt lesen. Ich habe da mal so eine kleine Analyse zugemacht. Und das ist halt so ein bisschen die Erwachten-Bibel und so weiter. Ne? Also, naja, auf jeden Fall, dieser Frau ist es aber auch nicht gelungen, dauerhaft in diesem Zustand zu bleiben. 2 Jahre ist es ihr gelungen und dann ist das Ganze wieder zurückgegangen. Und dann war sie am Ende wieder vollkommen auf der Gegenseite und sagte so, nee, eigentlich ist das alles Quatsch, dass es da kein persönliches Selbst gibt. So. Und naja, und die anderen halten jetzt das Narrativ eben auf diese Art und Weise aufrecht. Und müssen es offensichtlich auch, weil ich gehe mal davon aus, ich meine, gerade bei dem Mario, der hat ja so einen Background, eigentlich, dass es ihm ja auch sehr, sehr schlecht ging. Und, und wenn du weiterhin möchtest, dass dich das nicht weiter belästigt, dein Inneres, dein dunkles Inneres, irgendwas, was dich da quält, ja, dann musst du es halt auch weiterhin beiseite schieben. Und das ist halt die ultimative Methode. Du kannst alles Mögliche machen, damit du Dinge nicht spürst. Du kannst alles Mögliche projizieren, anderen die Schuld geben. Ne? Das ist aber immer noch im persönlichen Bereich. Aber das ultimative Ding ist einfach, du radierst einfach dich selbst und alle anderen aus. Es gibt dich nicht mehr, es gibt alle anderen nicht mehr. Es ist nur so ein merkwürdiges, flirrendes, blubberndes Dasein. Mehr ist das dann nicht mehr. So, und alle, das ist alles nur noch ein Traum, ein Spiel. Ich meine, wie geil ist das bitte? Ich meine, ich habe das erlebt. Ich habe es tatsächlich erlebt. Alles, was mich in irgendeiner Form bedroht hatte, genervt hatte, gequält hatte, war einfach nicht mehr da, weil es ich selbst war. Es war nur noch eine einzige Substanz, aus der bestand ich und alles, wirklich absolut alles. Und da bedrohte ich auch nichts mehr. Ja? Und dann musst du es natürlich auch irgendwie aufrechterhalten in irgendeiner Form, ne? So, alles, was hier irgendwie in deinem Gehirn irgendwie stören könnte, was abbiegt, so, das muss dann natürlich dann ausgemerzt werden. Und dann ist es natürlich am besten, du setzt dich immer wieder mit denselben Leuten zusammen und kriegst es bestätigt. Hast natürlich gerne jemanden dabei, den du belehren kannst, der dann vielleicht auch dazu stößt und dann jahrelang mitsucht, ne, und immer wieder auftaucht. Ja klar, aber wenn jemand wie du auftaucht, die dann ständig Fragen stellt, die eigentlich mit einem, keine Ahnung, dachte, sie redet mit einem spirituellen Lehrer und tauscht ein paar Ideen aus oder so. Ne? Und die Fragen, die du einfach gestellt hast, das ist natürlich total störend, weil du hast dich immer wieder auf dich selbst bezogen und auf dein Dasein als Mensch, als ich. Und das ist natürlich extrem störend, weil das ist ja genau das, was in diesem Narrativ nicht mehr stattfinden soll. Das soll ja weg. So. Und dann kann er sagen, ach so, Leiden ist nicht schlimm? Ja, guck mal, da unten ist der Button, den kannst du einfach beenden. Wenn du das toll findest, dann geh doch einfach. Na, hau doch wieder ab. So. Na, ist natürlich, ja, das war schon krass. Also das war schon krass, der Moment, weil ich dachte mir echt so, hat er das gerade echt gesagt? Also wieso? Also wieso soll ich jetzt einfach gehen? Ich meine, also nur mal weil ich halt Fragen stelle oder keine Ahnung, das nicht gleich vielleicht so annehme oder schlucke, was er halt sagt, wie der Rest da vielleicht der Truppe, ich weiß es nicht genau. Oder nur weil ich halt gesagt habe, dass, also was ich ja geäußert hatte, war ja davor einfach nur, dass, naja, selbst wenn ich oder selbst wenn man mal, ne, Leid empfindet, dann ist das okay. Also weil für mich ist es halt okay, weil es halt dazugehört, hier auf dieser weltlichen Ebene zumindest, wo wir halt Menschen sind, meiner Meinung nach. Also ich würde mich ja also als spirituelles Wesen zum Beispiel bezeichnen, was die menschliche Erfahrung macht. Deswegen, als er gefragt hat, ja, bist du die Erfahrung oder ist Katharina die Erfahrung oder wie auch immer, dann habe ich ja gesagt, ich denke, Katharina macht die Erfahrungen. Ja, aber da gehört es halt auch dazu. So, es gibt halt nicht nur eine Emotion und es ist halt nicht immer nur glücklich sein, Glück empfinden. Aber ja, in seinem Konzept von Non-Duality, keine Ahnung, man darf, man sollte man anscheinend nicht leiden sollen, dürfen, wie auch immer. Also ist ja auch nicht so, dass ich jetzt leiden will und dass ich damit okay bin, im Sinne von, oh, ich ändere dann nichts in meinem Leben, wenn ich jetzt wirklich leide, aber es ist ja in Ordnung. Ich meine ja nur, es ist in Ordnung, diese Gefühle zu haben, die man hat, egal welches Gefühl das erstmal ist. Man muss es ja erstmal eben akzeptieren können und auch wirklich mal fühlen können. Ja, weil das gehört halt dazu, finde ich, zur menschlichen Erfahrung so. Und mich ist es halt so, oder ich
Ich finde oder sehe es halt so, es existieren verschiedene Ebenen, also zumindest ist es so, das, was ich denke, ob das jetzt stimmt oder nicht, ich weiß es natürlich auch nicht, aber ich denke halt, es gibt verschiedene Ebenen, also sowas wie Dimensionen vielleicht, und das hier ist halt jetzt die weltliche Ebene, auf der wir sind, es gibt dann halt die spirituelle Ebene, und in dem Leben jetzt hier findet das halt alles so statt. Wenn wir sterben, keine Ahnung, was dann stattfindet, habe ich ja auch deswegen dort auch gefragt, ja, was denkst du, was nach dem Tod kommt, aber ja, darauf habe ich, wie gesagt, keine Antwort bekommen, was auch okay ist, aber hier jetzt herrscht ja eine Dualität. Das ist ja nun mal so. Sonst würde ja das alles hier gar nicht so existieren, wie es existiert, wenn wir nicht diese Dualitäten hätten von gut und schlecht und so weiter, Licht und Dunkelheit und alles Mögliche. Und nur, dass wir das ja alle dann irgendwie unterschiedlich bewerten. Also wir nehmen ja wahr und jeder hat ja eine andere Wahrnehmung. Und dann fängt man an, die Sachen zu bewerten und einzuordnen, irgendwie in gut oder schlecht und so weiter. Und ich glaube halt, auf der nicht-weltlichen Ebene ist vielleicht schon dieses Prinzip von irgendwie von Einheitsempfinden tatsächlich, wo vielleicht alles irgendwie eins ist tatsächlich. Ich mir vorstellen, dass es das vielleicht wirklich gibt. Nur halt hier, wo wir halt leben, auf dieser Ebene, ist es halt nicht so. Und da gibt es halt auch eben die Trennung, also diese Dualität halt. Habe ich persönlich auch diese Erfahrung gemacht. Ich weiß nicht, ob das die ist, von der du auch gesprochen hast. Das ist ja bei jedem vielleicht auch eine individuelle Erfahrung irgendwie. Diese, ich denke, Erleuchtung würde ich es auch nennen. Und das ist bei mir, war das zumindest so, ist halt während des Coachings passiert. Also ich habe erzählt, dass ich so ein spirituelles Coaching gemacht habe mit Reiki, und da ging es vor allem um Energiearbeit, also um die Energiezentren in den Körper, also die Chakren auch genannt. Und ich weiß nicht, ob ihr euch ein bisschen irgendwie damit auskennt, mit Chakren. Grob, ja. Aber Björn kennt sich auch ein bisschen mit Reiki aus, glaube ich. Ja, naja, und das zum Beispiel, ne, es gibt halt mehrere Chakren, bis zu 12 tatsächlich, aber die ersten 1 bis 6 sollten quasi im Ausgleich sein, um halt, ne, sein Leben so intakt führen zu können. Und dann ab dem 7. Chakra, also das 7. Chakra ist das quasi, was für die Erleuchtung spricht, wo man dann eben eine andere Ebene irgendwie öffnet. Und das ist mir dann halt widerfahren in dem Moment. Da hatte ich dieses eben Gefühl von Einheit, so, wo wirklich alles irgendwie nicht mehr war. Also dass die Ego-Identifikation mit dem Ich, also die Ich-Identifikation sozusagen, war in dem Moment. Und ich denke, dass das eben dazu geführt hat irgendwie, dass ich dann manchmal jetzt so im Nachhinein das Gefühl halt hatte, so, naja, dass das irgendwie wie eine Illusion ist. Aber ich weiß auch, dass das hier schon real stattfindet gerade, das Leben, so wie es halt stattfindet. aber nur um das mal so da zurückzuführen, daher kommt überhaupt dieses Feeling, was ich dann halt hatte, durch diese Einheitserfahrung. Und es gibt ja auch so viele andere Menschen, die irgendwie, ne, eine Art von Erleuchtung schon erfahren haben, wo man dann irgendwie so dieses Gefühl hat, alles ist eins und man ist irgendwie in Frieden mit sich und mit allem, und ja, und dann irgendwann geht dieses Gefühl halt wieder weg, theoretisch, weil man halt konfrontiert wird mit anderen Menschen, mit Situationen, und dann kommt halt irgendwann auch wieder die Identifikation mit dem Ego, und das ist ja auch okay, meiner Meinung nach, weil es gibt halt auch Ego, also ist ja nicht umsonst da. Und keine Ahnung, ob das so Sinn macht. Darf ich dich kurz fragen, hattest du vorher davon gehört, von diesen Einheitserfahrungen und das mit den Chakren, dass es irgendwie zusammenhängt und dass man das dann erleben und erreichen kann und so? War das schon so ein Konzept, was du vorher schon kanntest, oder war das für dich ich so? Ich kannte das noch gar nicht. Okay. Ich kannte das noch gar nicht.
Bis zu dem Zeitpunkt, wie gesagt, wo ich dann dieses Coaching begonnen hatte. Und genau, und derjenige eben so eine Kombination aus Live-Coaching und Reiki macht und da eben das Thema Energiearbeit auch präsent war. Und da wurde ich dann das erste Mal eigentlich so mit diesen Themen konfrontiert. Okay, aber der hat ja auch davon erzählt dann vor deiner Erfahrung. Genau, ja, der hat mir dann von den Chakren erzählt, aber nicht direkt von der Erfahrung, also nicht davon, wie das zu sein hat oder wie das sein wird, wenn du erleuchtet wirst. Also dazu hat er nie irgendwas geäußert, weil er halt gesagt hat, dass das sonst die Erfahrung beeinflussen würde, manipulieren würde. Und deswegen, ne, hat er, also wir haben das halt offen gelassen. Das ist auch nichts, was du machen musst. Also dieses siebte Chakra zu öffnen, ist halt kein Muss, ne? Manche Menschen wollen das nicht, manche Menschen wollen nicht irgendwie diese Ebene gelangen oder diese Art von Weisheit irgendwie. Da geht's halt um spirituelle Weisheit. So, aber das ist nichts, was man haben muss, um jetzt hier irgendwie ein glückliches Leben zu führen. Aber ich wollte das halt in dem Moment. Ich halt nach diesen Antworten anscheinend strebe. Und genau, ja. Deswegen habe ich es dann gemacht und es hat funktioniert. Es hätte auch sein können, dass es nicht funktioniert und dass sich das nicht öffnet, diese Chakra, und dass ich diese Erleuchtung nicht bekomme in dem Moment. Er hat mir das erklärt, es ist halt so, manchmal bist du dafür nicht ready in dem Moment. Und dann passiert es halt nicht. Also, ja, aber es ist halt passiert. Ja, interessant auf jeden Fall, weil ich hätte jetzt, weil meine Theorie ist ja häufig so, dass man vorher halt schon im Grunde ein sehr genaues Konzept von dem hat, was da passieren soll, und dass es eben deswegen häufig auch genauso passiert. Also bei mir war es so, ich habe genau das erlebt, was ich mir vorher über Jahre eingetrichtert habe, sagen wir mal so, ne? Und ich glaube, das ist auch bei vielen so, aber es gibt halt interessanterweise auch so Erfahrungen wie bei dir, wo das schon so ja, eher spontaner stattfindet. Ja, ne? Ne, klar, und ich meine, diese Erleuchtung, das ist ja auch was jeder, also auch spontan tatsächlich, was einem wirklich widerfahren kann, einfach spontan aufgrund von verschiedenen Gegebenheiten. Zumindest so das, was ich gehört habe, und ja, und also er, wie gesagt, er hat nie irgendwie erzählt, wie das sein wird oder was ich da erwarten kann oder sowas, sondern ich weiß noch, wir haben wirklich einfach nur, ne, ich war mit allem im Reinen sozusagen, also wir haben meine ganzen Themen aufgearbeitet so ein bisschen, so Verhaltensmuster und Glaubenssätze und halt solche Sachen, ne, jeder hat ja irgendwelche Sachen. und dann irgendwann, ja, hat er dann gefragt, so was ich gern machen möchte oder. Und da habe ich gesagt, ja, ich würde gerne spirituell mich weiterentwickeln. Und dann haben wir eine Meditation gestartet. Und währenddessen sozusagen, also er hat quasi einfach nur, ne, den Weg sozusagen geöffnet oder in den Raum, sage ich mal, gegeben dafür. Und das dann stattfindet oder nicht währenddessen, das kann man halt vorher nicht wissen. Also es hätte auch, wie gesagt, auch nicht funktionieren können. Aber ja, ich war halt anscheinend ja dafür offen in dem Moment oder empfänglich, keine Ahnung. Und dann ist es halt so passiert, dass ich halt, dass es irgendwie halt wirklich, ja, wie also nicht verschwunden, aber na, es gibt ja, also ja, tatsächlich diese Energien, und das war halt das, was ich da auch so ein bisschen gesehen habe. Also dieses, ja, wie ein weißes Licht tatsächlich, so ein bisschen so goldweiß. Und das war halt echt wie so ein, am Ende war es, hat sich's echt angefühlt, wie als würde ich das sein. Also wäre ich das quasi, dieses Licht, wie auch immer. Ja, also ich fand es eigentlich ganz schön, diese Erfahrung. Auch eine sehr hoch emotionale Erfahrung. Danach war ich wirklich sensibel, so von den Emotionen her, und irgendwie hatte ich wirklich so empfunden, so dass wir alle irgendwie eins sind am Ende.
Aber hier, wie gesagt, auf dieser weltlichen Ebene gibt es halt natürlich diese Trennung, diese Dualität. Und das muss man halt einfach, man muss sich dessen bewusst sein. Natürlich kann es halt aber auch dazu führen, dass man dann irgendwie einen Realitätsverlust erleidet. Also er hat es auch gesagt, also mein Coach hat mir auch gesagt, dass es mit Risiken verbunden ist, ne? Ja, und dass es halt auch dazu führen kann, dass man da vielleicht ja, die Realität so ein bisschen verliert, weil man ja irgendwie sehr dann in dieser anderen Ebene drin ist. Man verlässt ja so ein bisschen diese weltliche Ebene, ne? Und dann muss man sich halt auch wieder versuchen zu erden. Da gibt es halt verschiedene Dinge, die man tun kann dafür und ja, genau. Naja, aber immerhin, was ich ganz gut finde, ist, dass er tatsächlich natürlich auf die Risiken hingewiesen hat, ne? Sodass es dir dann letzten Endes auch selbst oblag zu sagen, so okay, ich möchte jetzt hier vielleicht nicht meinen Sinn für die Realität verlieren. Oder wenn du gesagt hättest vom Gefühl her, nee, das macht mir jetzt Angst, hättest du die Möglichkeit gehabt zu sagen, okay, ich lasse das jetzt. Ne? Mhm. So, die Gespräche ja. Haben mir gereicht und so ein bisschen was aufarbeiten hat mir gereicht, aber weiter möchte ich denn gar nicht. Du hattest zumindest die Möglichkeit, ne? So, und ja. Ich sag mal so. Ja, bloß ganz kurz, weil ich das nämlich auch sehr relevant finde, dass er gesagt hat, es ist auch wichtig, wenn du dich da so ein bisschen verlierst, dich dann wieder zu erden. Richtig, und ja. Er ist auch da, also es ist ja nicht so, dass jetzt nach dieser Sache er dann nicht mehr für einen da wäre als Coach, ne, und als Guide, sondern wenn ich jetzt irgendwas hatte oder, ne, dann, er hat auch immer, also wir haben auch danach nochmal eine Session gemacht, ein paar Wochen später, wo er dann auch nochmal abgecheckt oder checken wollte, ob alles okay ist und so, weil er ja weiß, was da vielleicht so passieren könnte oder dass da vielleicht irgendwelche Probleme auftreten könnten nach dieser Erfahrung. Und das heißt also, er hat mich auch dann noch nach dieser Erfahrung weiterhin begleitet als Guide. Also ich habe mich nie irgendwie alleine gelassen gefühlt oder sonstiges. Aber es kommt dann halt irgendwann der Punkt, zumindest so wie er sein Coaching gestaltet, sage ich mal, ne, kommt halt der Punkt, wo du halt auch deinen eigenen Weg gehen musst. Dann irgendwann, wo du halt deinen eigenen Weg finden musst. Und da bin ich jetzt gerade halt. Und genau, und deswegen war ich dann halt offen und empfänglich für neue Konzepte, wie auch immer, um halt irgendwie weiterzukommen, weil ich noch weiterkommen will irgendwie, spirituell gesehen. Ja, aber wie gesagt, es ist jetzt auch nicht so, dass es mich jetzt irgendwie komplett einnahmt und das mich konsumiert und ich nachts nicht schlafen kann und ich da liege und und Marius Übungen nachmache, wo ich dann irgendwie in meinem stillen Kämmerchen. Gott sei Dank, Gott sei Dank, ja, ehrlich gesagt. Also, nee, das habe ich tatsächlich nicht gemacht. Ich meine, ich habe einen gesunden Menschenverstand. Ich weiß, ich wirkte unsicher und es war auch so in dem Moment. Ich reflektiere ja auch danach nochmal so, weil in dem Moment, ne, ist das auch immer nochmal anders, wenn man da dann so gerade hat und dann im Nachhinein ist das auch immer nochmal eine andere Geschichte. Und ja, also ich glaube, ich weiß nicht, ob ich da nochmal mitmachen würde tatsächlich, auch wenn ich dafür offen war, so zu Beginn. Aber das Ding ist, mir hat es halt nicht viel gebracht und dann stelle ich mir halt die Frage, wozu soll ich jetzt das nochmal wiederholen? Also, und wenn ja, dann was würde es mir bringen? Weil beim nächsten Mal habe ich mir dann so gedacht, werde ich wahrscheinlich einfach nur da sitzen und werde mir das einfach reinziehen, ohne viel zu sagen und zu fragen, weil ich einfach nur mal sehen möchte, ob irgendjemand anderes was sagt, was fragt, ob alle nur irgendwie das hinnehmen, was er dann sagt, weil wenn ja, dann weiß nicht, dann ist, bringt das, also für mich ist es halt dann sinnlos, um ehrlich zu sein, und dann weiß ich auch, dass da einfach nur Leute sind, die irgendwie einfach nur so folgen, so stur, sag ich mal, und irgendwie gar nicht nach links oder nach rechts mehr gucken wollen. Und das ist halt, das bin halt nicht ich. Aber es ist auch in Ordnung, wenn das die Menschen, die das so machen und wollen, wenn das für die so in Ordnung ist und die sind damit happy, dann ist das okay. Also ich möchte auch nicht urteilen oder so, aber für mich wäre es dann halt nicht das Richtige. Ja, vor allem, du möchtest ja irgendwo hin. Du sprichst von Entwicklung. In deinem Falle sagst du ja, du möchtest dich spirituell entwickeln, du hast vielleicht eine Vorstellung davon, wie das vielleicht dann sich anfühlt oder aussieht oder wie auch immer, oder du lässt dich überraschen, keine Ahnung. Auf jeden Fall, du erlebst dich aber als Mensch
Und für dich ist ganz klar, nein, ich bin hier mit meinen beiden Füßen in der Welt und lebe hier in der Welt. Und für dich ist auch akzeptabel, dass es hier nicht immer geil ist und sich nicht immer einfach nur friedvoll anfühlt, sondern es fühlt sich halt auch mal scheiße an. Und so ist das eben. So ist das in der Dualität denn eben. Ne? So, es geht gar nicht anders. Und von daher, aber genau das, so eine Art von Entwicklung ist da ja gar nicht vorgesehen, gerade im Radical Non-Duality-Bereich. Weil da heißt es ja auch, ja, du kannst erkennen, dass es dich nicht gibt und dann weißt du auch, es hat dich nie gegeben. Und eigentlich gibt es auch gar nichts. So, für die gibt es teilweise noch nicht mal Bewusstsein. So, das ist alles nur, das sind für die auch alles nur Konzepte. Und es muss sich halt letzten Endes alles auflösen. Und eigentlich ist jedes Gespräch für sich genommen eigentlich schon Quatsch. Und ist eigentlich aus deren, das ist ja immer die Argumentation, wenn man dann fragt, hä, ja, warum redet ihr denn dann? Ja, es ist halt das, was geschieht. Das geschieht einfach so aus dem Nichts von selbst. Wo ich denke so, nee, selbst wenn das hier irgendwie eine Art von Schöpfung ist, von einer, keine Ahnung, wie auch immer gearteten Intelligenz und alles eins ist, aber wenn man sich auf der Welt mal umguckt, folgt doch alles, selbst im spirituellen Bereich, irgendwelchen, ich sag mal, Notwendigkeiten und auch Kausalitäten. Die sind ja trotzdem da. Und wenn eine, und da kann mir doch niemand erzählen, dass aus der Nicht-Notwendigkeit eines Gesprächs aber eben solches Gespräch entsteht. So, das, tut mir leid, das ist für mich einfach nur eine Argumentation, um das aufrechtzuerhalten. Um irgendwie sagen zu können, ja, doch, wir brauchen solche Gespräche zwar nicht, die müssen auch nicht stattfinden, aber sie passieren halt. Ist halt so, passiert halt weiterhin. Ja, das ist für mich so ein fadenscheiniges Argument, ne? Dahinter verbergen sie. Also ich schätze mal, einige von denen merken das noch nicht mal. Da biegt das Gehirn halt einfach schnell genug ab und sagt dann, oh, hier kommt Kritik an meinem Narrativ, jetzt muss ich irgendwie abbiegen, es passiert halt einfach. Es ist einfach das, was geschieht. Und ja, ich meine, ganz im Ernst, aber klar, was willst du denn dann da? Ne? Du kannst aus morbidem Interesse, kannst du dich nochmal da hinsetzen und kannst sagen, okay, mal gucken, was passiert. Aber da geht's nicht um die spirituelle Entwicklung eines Menschen, der sich selbst als spirituelles Wesen empfindet, ja, und glaubt vielleicht aus einer, wie auch immer, gearteten Quelle zu stammen, aber hier halt eben dieses Leben lebt. So, darum geht's halt in diesen Satzangs im Non-Duality-Bereich überhaupt nicht. Ne? Sondern es soll genau auch solche Konzepte, das sind alles für die Konzepte, auch die sind für die nur Illusion, Teil des Spiels vielleicht, und sollen sich im besten Falle auflösen. So. Und dann ist halt nichts mehr da. Ne? Selbst wenn so etwas wie Leid scheinbar, das ist auch deren Lieblingswort, wenn Leid scheinbar geschieht, gibt es doch niemanden mehr, der leidet. Und dann ist es komischerweise auch nicht mehr so schlimm. Ne? Das ist ja auch das Lustige daran, weil letzten Endes hintenrum durch die Hintertür verkaufen sie einem trotzdem noch, dass du da den großen Frieden und die Leidfreiheit findest. Ne? Es ist durch die Hintertür trotzdem ein Heilsversprechen, was aus dem Bereich Non-Duality kommt. Und ja, so funktioniert's nicht. Ne? Das Leben auf der Erde, und das sehen wir halt überall, ist mehr oder weniger leidvoll. So, und selbst wenn wir hier, ich meine, mein Gott, wir haben ja gut reden, ne? Wir sitzen hier auf unserer gemütlichen Couch und naja, und selbst hier haben wir mitunter so eine sehr leidvolle Erfahrung, aber anderswo auf der Welt sieht es nochmal viel, viel schlimmer aus, ne? So. Und es ist halt natürlich bequem. Es ist echt bequem, wenn du sagen kannst, oh ja, ist alles nur ein Spiel. Also von daher, du kannst es ein ganzes Stück weit ausblenden, wenn du auf dem Weg dann unterwegs bist, ne? So. Und. Ja, klar. Ja, wie gesagt, ja, wenn man jetzt auf der Suche nach Wachstum ist und Entwicklung, dann ist es wahrscheinlich nicht die richtige Anlaufstelle, habe ich dann auch danach dann realisiert. Ja, weil für mich gibt es zum Beispiel ein Bewusstsein, ist jetzt auch nur meine Meinung halt, ne? Für mich gibt es halt ein Bewusstsein und für mich gibt es aber auch mehr als nur das hier. Also für mich, oder ich glaube halt, es gibt nicht nur die Welt hier so, wie wir sie kennen, sondern halt noch andere Dinge wahrscheinlich. Nur kann ich halt auch noch nicht genau alles benennen oder erklären oder wie gesagt, weil dann hätten wir uns halt die krassesten Fragen ever beantwortet, die es halt gibt, wie ich schon mal gesagt habe, so über die Entstehung des Universums oder auch über Gott und allgemein die ganze Existenz und was Bewusstsein auch überhaupt ist und diese Sachen, ne? Und ich meine, ich habe darauf auch nicht die Antworten oder noch nicht zumindest. Vielleicht komme ich irgendwann dahin, vielleicht auch nicht, aber zumindest strebe ich halt danach so ein bisschen und ich glaube halt, ja, dass
er halt das komplette Gegenteil davon anscheinend macht. Deswegen, wie gesagt, also ich verurteile das nicht, ich finde das okay, aber ich hatte ein bisschen das Gefühl, dass er oder dort die gar nicht dann offen sind für andere. Also ich bin da hingegangen, ne, und habe auch gesagt, ich bin offen dafür, wo ich ja dann auch nur wieder Ablehnung erfahren habe, wo er dann meinte, ja, ist doch gelogen und wer ist denn offen für was? Und aber im Endeffekt ist er ja derjenige, der irgendwie ja festgefahren ist. Und dann halt zu sagen, ja, verlassen wir, wir müssen das Kinderdenken verlassen und so, keine Ahnung, und wir müssen mal anfangen zu hinterfragen. Aber wenn ich dich hinterfrage, so denke ich mir, wenn ich dich hinterfrage, dann ist das ein Problem für dich. Wir sollen hinterfragen, unsere Kindesvorstellungen mal verlassen, so, aber aber hinterfrag ja nicht ihn, also das geht nicht, nee. Also, ja, das ist halt schön, das ist halt das total hast du schön gesagt. Ja, Doppelmoral, ja, so, ganz ehrlich. Ja, voll. Also. Voll, weil das Ding ist halt im Gegensatz zu dir, weißt du kannst ja Sätze benutzen, die Björn und ich auch benutzen können und viele andere Menschen auch, wenn du sagst, ich glaube das und das und ne, ich kann mir vorstellen dies und das und vielleicht finde ich Antwort für mich auf diese Fragen, wie auch immer, ne? Aber Leute wie Mario, die glauben das nicht mehr, die wissen das und das ist der Riesenunterschied und deswegen kann man mit diesen Menschen auch kein Gespräch mehr auf Augenhöhe führen. Weil sie wissen es ja, die haben ja die Wahrheit. Insofern können sie nichts anderes mehr, außer zu belehren. Ne? Und insofern stimme ich dir vollkommen zu. Also da kann keine Offenheit mehr sein. Wenn du meinst, du hast es geschnallt, ne, wo soll da Offenheit noch herkommen? Ja, und ich denke mir auch so, selbst wenn ich was weiß, also angenommen, weil du jetzt gemeint hast, ja, wir glauben was und wenn du was weißt, dann du vielleicht nicht offen irgendwie für was anderes, aber ich denke nicht, dass es unbedingt so sein muss, weil wenn ich jetzt angenommen wirklich der Meinung bin, ich weiß was oder zum Beispiel, ich habe diese Erfahrung gemacht, ne, diese Erleuchtung, wie auch immer und ich rede darüber und weiß ja, was ich da erfahren habe. Ich weiß es, weil ich habe es halt erfahren in dem Moment. Aber das heißt ja nicht, dass ich deswegen anderen das auftragen muss, dass der das auch so sehen muss wie ich und dass mein Wissen halt quasi das gleiche Wissen sein muss von jedem anderen auch. Und ja. Genau, ja, das finde ich halt, ist halt der Unterschied so. Und ich meine, Leute haben halt verschiedene Glauben oder Glaubensrichtungen oder glauben vielleicht an was Verschiedenes oder manche glauben halt auch an gar nichts, keine Ahnung. Aber ich finde halt, das Wichtigste ist halt irgendwie also Akzeptanz und Toleranz halt auch jedem gegenüber zu bringen. Und ich finde halt, es fehlt dann, hat da ein bisschen gefehlt an der Stelle so von ihm. Wie gesagt, ich habe mich nicht persönlich angegriffen gefühlt, auch wenn ich es hätte tun können, 100%. Aber es ist schon sehr fragwürdig gewesen an manchen Stellen. Und wie gesagt, auch echt, ja, riskant, solche Aussagen zu treffen, ne? Wenn man dann sagt, ja, dann bring dich doch jetzt um. Also, ja, überleg mal, also Leute, ich meine, er kannte dich ja auch nicht vorher. Und stell dir mal vor, also ich habe mir halt auch so vorgestellt, stell dir mal vor, da sitzt jetzt wirklich jemand, da kommt jemand hin, da diese, wie habt ihr das genannt, Depersonalisierung und ja. Die Realisation und Depersonalisation wahrscheinlich. Depersonalisation, genau. Und sowas halt wirklich damit Probleme hat, so und wirklich irgendwie Gedanken hat, Suizidgedanken. Und dann kommt er dahin und stellt da seine Fragen und ne, sagt dann so: Ja, aber wozu dann das Ganze hier? Das heißt also, ne, wenn ich mich jetzt umbringe, dann ist ja nicht schlimm, weil es findet ja alles hier nicht wirklich statt und. Dann sagt der ja, also er bestätigt dann diese Annahme, ne, von dem suizidgefährdeten Menschen und dann ist das für den Menschen dann vielleicht da so, ah ja, okay, alles klar, ja, der hat es mir jetzt auch noch bestätigt, also dann kann ich jetzt ciao, Kakao. Ja.
Also ich fand das dann auch ein bisschen schockierend, ne? Also das fand ich schon schockierend, muss ich ehrlich zugeben. Ja. Ja, ich finde nämlich auch, also da kann man, also ja, die können das, weil ja, es geschieht ja alles einfach nur so bla. Aber eigentlich finde ich, die dürfen sich da nicht aus der Verantwortung rausziehen mit dem, was sie sagen. Also man, ich finde, so ein Mario sollte zumindest mal 3 Sekunden drüber nachdenken, dass er es eben zum Beispiel mit einem suizidgefährdeten Menschen zu tun haben könnte. Und dass seine Worte vielleicht den letzten, ne, Dings dazu Genau. geben, dass dann einfach was Schlimmes passiert. Und ich meine, da kann er doch nicht sagen, so, naja, das ist halt einfach hier rausgekommen. So, nee, sorry. Also, ich verstehe einfach manchmal nicht, wie das dann diesen Lehrern so egal sein kann, weißt du? Naja, Das das macht Ding. mich manchmal, ja, kannst du sofort sagen, Björn, ich mache das manchmal echt traurig und verzweifelt auch, das so zu sehen, ne? Dass da so eine Egalhaltung ist gegenüber dem, was die eventuell mit anderen Menschen durch ihre Worte anrichten können. So. Das fand ich auch krass dann in dem Moment, also krass schockierend auch, dass dann, und dann irgendwie die eine, die dann die ganze Zeit nur irgendwie gelacht hat. Eigentlich wollte ich fast wirklich fragen, Entschuldigung, aber was gibt's denn so, was ist denn so lustig gerade? Aber ich hab's mir verkniffen, weil, aber ich war echt so, echt, teilweise echt, dachte ich so, was ist denn das hier eigentlich? Und also mein Freund, dem ich das gezeigt habe, der hat auch zu mir gemeint, so, der konnte sich das kaum angucken, ne, 2 Stunden lang, und hat zu mir gemeint, ich weiß nicht, wie du es ausgehalten hast, da eine Stunde da drin. Ich wäre nach 10 Minuten wahrscheinlich, oder spätestens als er gesagt hat, ja, dann geh raus oder wie auch immer, hab ich gesagt, gut, tschüss, danke. Und dann, ja, also, ja, hat er auch recht, aber ja. Ich weiß nicht, ja, ich habe es mir einfach mal gegeben, komplett. Ja, aber das hat jetzt auch, das muss man sagen, das hatte ja auch durchaus einen Vorteil, ne? Dadurch hat er jetzt nochmal schön Material geliefert, um das auch nochmal ein bisschen in die Kritik zu nehmen. Weil der Punkt ist, um da nochmal drauf einzugehen, ja, Cosima, du denkst so, der müsste Verantwortung übernehmen. Und ich denke das auch, der müsste Verantwortung übernehmen. Aber das ist genau der Punkt. Wir drei, wie wir jetzt hier sitzen, haben das Gefühl, natürlich für uns, wir reden da über einen Menschen, der da halt etwas von sich gibt und etwas glaubt. Und auch du, Katharina, hast vorhin was ganz Wichtiges gesagt. Du hast von Weisheiten gesprochen und dann hat irgendjemand irgendein Wissen und so weiter. Das heißt, du sprachst von mehreren Weisheiten. Du sprachst von mehreren Wissen, die man haben könnte, was ja mehrere Wahrheiten sind. Die existieren für dich auch parallel. So, da sagst du, Mensch, die können für mich parallel existieren. Aber genau das ist das Problem. Von seiner Seite aus existiert nur eine letzte Wahrheit. Und das ist genau der Punkt. Diese Leute glauben nicht, sondern sie wissen, dass sie im Besitz dieser letzten Wahrheit sind, beziehungsweise dass sie selbst die Wahrheit sind. Diese letzte Wahrheit, hinter der keine andere mehr liegt. Und alles andere darin, selbst alle anderen Wahrheiten, sind nur Erscheinungen innerhalb ihrer Wahrheit, die sie selbst repräsentieren. Und deswegen kommst du da nicht ran und kannst auch nicht sagen, hey, es gibt doch noch andere Sachen. Oder du kannst nicht sagen so, ey, übernimm doch mal Verantwortung, weil dieser Mensch dort, der glaubt nicht, der nimmt nicht an, der weiß. Und deswegen gehört das, was da passiert, eigentlich in den wahnhaften Bereich. Das ist so ähnlich wie bei einem Psychotiker. Wenn der jetzt gerade einen akuten psychotischen Schub mit Paranoia hat und mit dem gehst du, meinetwegen, du gehst mit denen, keine Ahnung, irgendwo auf eine, ja, meinetwegen auf ein Coaching, so, wo mehrere Leute anwesend sind. Du, für dich ist klar, hier ist ein Coaching. Und da sitzen ganz viele Interessierte rum, die sind halt beim Coaching. Und dieser psychotische Typ neben dir, der gerade eine Paranoia schiebt, der weiß, dass er dort sitzt, um jetzt rituell getötet zu werden. Das ist sein Wahn, in dem der gerade drinsteckt. Und dann kriegst du ihn, ohne ihn mit Medikamenten ruhig zu stellen und so weiter, kriegst du ihn ja gar nicht raus. Das ist halt ein Wahn. Und deswegen gehört das, was Mario Hirt und diese ganzen Vögel machen, das gehört für mich auch in den wahnhaften Bereich. Weil die nicht glauben, nicht annehmen und auch nicht neben sich etliches akzeptieren. Nein, sie wissen, dass sie die Wahrheit repräsentieren, und zwar die allerletzte. Und das macht das Ganze ja auch so gefährlich. Das ist ja genau der Punkt. Und warum Cosima und ich, für manche Leute denken, wir wären auf so einer Art Feldzug. So, und finden das irgendwie blöd, was wir machen, so nach dem Motto, und kommen uns immer wieder mit demselben Scheiß. Aber was die Leute nicht kapieren, ist, dass es halt Cosima und mich halt aus diesem Bereich geschädigt hat. Cosima noch auf andere Art als mich, denn ich bin letzten Endes vorher schon betroffen gewesen von Depersonalisation,
was rein von der Definition her, wenn man sich mal so anguckt, wie sich ein Depersonalisierter fühlt, das hat sehr viele Ähnlichkeiten zu diesem Thema Ichlosigkeit, was so im Buddhismus und eben auch im Advaita, Neo-Advaita, Non-Duality-Bereich beschrieben wird. Und das ist eine psychische Störung. Und die ist halt schon sehr leidvoll. Die Realisation gehört eben auch mit dazu, ne? Dass du halt auch glaubst, dass das oder dass sich das deine Umgebung halt irreal anfühlt. Wie eine Bühne vielleicht, wie ein Spiel und halt wie nicht mehr so fest und plastisch und real, wie man das halt vorher empfunden hat. Und bei mir ist das jetzt so, ich habe das seit 1996 durchgehend, jede Sekunde. Und bin halt dann, weil meine Psychotherapie halt nichts gebracht hat, 2006 dann auf diesen spirituellen Pfad gekommen. Also ich hatte vorher schon sehr viel Interesse in Richtung Spiritualität und habe mir alles Mögliche reingezogen. Und dann bin ich halt auf einen Meister gestoßen durch meine damalige Frau. Der heißt halt Madhuka, dieser Meister. Das ist ein Neo-Advaita-Meister. Und ja, und da geht es halt, ja, wie es halt sagt, ne? Advaita, nicht Zweiheit, die Einheit. Geht es halt eben darum. Sie war da und sagte, Mensch, geh da mal hin, der ist ganz toll. Und dann habe ich da halt gesessen bei dem. Und saß dann da in dem Gebetsraum auf meinem Meditationskissen, genau vor ihm. Und ich durfte ihm dann auch so meine Geschichte erzählen. Und dann hat er mich halt vollgelabert und natürlich auch Fragen gestellt wie, wer sieht denn, dass das irreal ist? Wer fühlt denn, dass da kein Ich ist? Das heißt, diese Wer-Frage, ne, diese Selbstergründung, um die es da eben geht, diese Innenschau, die fand da natürlich auch schon statt. Und das Ding ist, mich hat das halt geflasht, weil der Typ zu mir gesagt hat, ja Björn, du kannst du bist im Halbschlaf, du kannst aber nie wieder in den Tiefschlaf verfallen. Das hat mich natürlich über die anderen gehoben. Weißt du, die ganzen anderen Leute waren alle noch im Tiefschlaf. Und ich war schon nur noch im Halbschlaf, konnte nicht mehr zurückfallen und schon auf dem Weg ins Erwachen, ins ultimative Erwachen. Das hat mich natürlich total geflasht, bin dabei geblieben und bin dann auch noch, muss ich dazu sagen, 2008 an meinen zweiten Therapeuten geraten, der halt auch sehr spirituell war. Und der hat es halt dann nicht geschafft, eben durch diese Affinität zum Spirituellen, nicht geschafft, mich erstmal wieder zu erden. Zu sagen, komm, wir holen dich mit beiden Beinen erstmal wieder ins Leben zurück. Du bist hier, das sind auch deine Hände, ne? Weil in diesem Zustand der Depersonalisation ist es halt auch so, wenn es richtig krass ist, dann hat man nicht mehr das Gefühl, dass das, was hier passiert, das Sprechen, das Sehen, das Bewegen, dass das einen Handelnden hat, sondern dass das einfach nur geschieht. Und ich bin halt nicht lokalisierbar irgendwo, nur noch als Beobachter übrig. Und durch diese ganze Scheiße, vor allem weil der Therapeut dann halt selber so spirituell war und mich nicht geerdet hat, bin ich halt da weiter reingerutscht und habe mir etliche Bücher reingezogen. Wie gesagt, dieses von Susan Siegel, Kollision mit der Unendlichkeit und etliches andere habe ich mir reingezogen und habe mein Hirn total gefüttert. Und also ich kann sagen, mich hat das mindestens 10 Jahre gekostet. Und ich bin ja immer noch drin, ne? Und jetzt bin ich in einer sehr produktiven Therapie. Aber mich hat das bestimmt 10 Jahre gekostet, die ich mich mit dieser Scheiße auseinandergesetzt habe und immer wieder versucht habe, tatsächlich in diesen Zustand, in diesen ultimativen letzten Zustand zu kommen. So. Und ja, und mir hat das halt letzten Endes nicht geholfen. Eigentlich hat es mir Zeit geraubt. Ja. Und ich hätte mich in diesen 10 Jahren lieber produktiv therapeutisch beschäftigen sollen, um wirklich hier in der Welt, vollkommen egal, was uns nach dem Tod erwartet oder ob wir hier wachsen und danach noch ein weiteres Leben haben, völlig egal. Ne, wir sind jetzt hier und hier hätte ich mich erden müssen. Und dieser ganze Scheiß hat mich davon letzten Endes abgehalten und mich eigentlich weiter in meiner Depersonalisation und Derealisation gehalten. So. Und deswegen stehe ich diesem Advaita, Neo-Advaita, Non-Duality-Kram, damit stehe ich schon so ein bisschen auf Kriegsfuß. Das ist so meine Geschichte dahinter, ne? Deswegen, also manche Sachen, wenn ich das sehe, Cosima, dein letztes Video mit hier Andreas Nothing, diese bescheuerten Namen, die sie sich auch immer geben, ne? Das ist echt Andreas Nothing, Sven Sein, Nicole Raus. Ja, wie auch immer. Ich hab das gesehen und mir haben auch so 2, 3 Sätze von dem Typen schon gereicht, ne? Das haben mir schon wieder gereicht, wo ich denke, so echt, ich möchte eigentlich vorbeikarren und dem echt ein paar Takte erzählen. Das ist so ein Dreck. Vor allem, wenn die sich anmaßen, echt über Trauma Bescheid zu wissen und sagen so, ey, diese ganze Arbeit, die, keine Ahnung, seit Mitte des 19. Jahrhunderts geleistet wird von Psychologen letzten Endes, ne? Und letzten Endes natürlich etwas später allen voran Sigmund Freud und allem, dem darauf aufgebaut hat. Aber dieser ganzen
jahrzehntelangen Arbeit von Psychologen. Das fegen die mit einem Wort dahin und sagen, nein, nein, die ganze klinische Psychologie, das ist ja wertlos. Trauma gibt es nicht. Das einzige Trauma, das es gibt, ist die ultimative erste Trennung in ein Ich und alles andere folgt darauf. Nur das macht wirklich Angst und nur das ist wirklich Trauma und alles andere ist ja egal. Hat man in der Sitzung bei Mario Hirt auch gesehen, ne? Da fiel das Wort Vergewaltigung. Und dann maßte sich diese eine Frau wirklich an zu sagen, ja, 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 dann ist das auch nur das, was geschieht. Das ist dann auch perfekt. Weil ich dachte so, was, habe ich hier gerade was gehört? So? Ja, ja, mit was? Der Vollkommenheit, das ist dann auch vollkommen, oder? Genau, das so, ist perfekt und rund. Wo du denkst genau. So, ey, das kann doch alles nicht wahr sein. Die fegen, die meinen, sie können einfach hinwegfegen, was Leute über Jahrhunderte oder Jahrzehnte erarbeitet haben, wo es Fallstudien gibt, wo es Messdaten gibt, wo es alles Mögliche gibt. So, das wird einfach beiseite geschoben, so, nee, Trauma ist nur ein Gedanke. Da ist eigentlich nie irgendwas passiert. Und das ist auch so vor dem Hintergrund, dass ich das halt, dass ich halt persönlich auch betroffen bin, ne? Ja, stehe ich damit halt einfach auf Kriegsfuß. Ich glaube, das, was dort gelehrt wird oder praktiziert wird, keine Ahnung, das ist eher das, was zu Trauma führt oder zu Traumata führen kann, dass man halt den Bezug auch zu seinen Gefühlen ja verlieren soll, also irgendwo, ne? Und wenn man halt nicht mehr wirklich fühlt, dann, ja, glaube ich, ist das ja schon eher so, was ein Trauma auch irgendwie darstellt, glaube ich. Weil wenn man Traumata heilt oder Trauma geheilt hat, glaube ich, dann kann man ja auch wieder alles fühlen, mal so richtig fühlen, glaube ich. Oder viele Menschen haben ja auch Probleme damit, mit sowas, ne, den verlierenden Bezug zu ihren eigenen Emotionen und ja, und ich kann das jetzt schon nachvollziehen auch, dass das dann auch sehr triggert, natürlich solche Leute wie er dann, wenn ihr halt selbst drin wart in diesen Geschichten und diese Erfahrungen so gemacht habt. Also da kann ich jetzt ja nur von Glück sprechen, dass ich halt da nie vorher diese Berührungspunkte hatte und da jetzt zum ersten Mal quasi drin war und jetzt nicht irgendwie schon so krass vorbelastet. Ja, weil wer weiß, was das sonst mit einem macht. Und also ich finde es echt schockierend krass. Das kann halt auch wieder dann zum negativ sein, ne? Dieses ganze Spirituelle, wenn das dann alles so Wahn wird, also so Wahnsinn wird und naja, alles, was halt zu extrem, in die Extreme geht, glaube ich halt, ne? Das kann dann halt auch schon wieder so in eine ganz andere Richtung gehen, so dieses Fanatische. Das gibt es ja auch genauso in Religion. Also deswegen gibt es da ja ganz genauso und das finde ich halt auch überhaupt nicht gut. Und das, wie gesagt, das Gute bei mir war halt, oder an meinem Coach auch, ja, der ist auch spirituell und so weiter, aber der hat auch zu mir gesagt, als ich ihm das dann so erzählt habe, so, ne, dass ich das Gefühl habe, so nichts ist wirklich echt irgendwie oder es fühlt sich irgendwie unreal an, hat er auch zu mir gesagt, dass hier und jetzt, dass das schon echt ist und dass wir jetzt hier auch existieren und so weiter. Genau, nur dass es halt einfach verschiedene, wie gesagt, Dimensionen gibt und dass es wahrscheinlich mehr gibt als nur das, was wir jetzt hier halt wahrnehmen können. Ne? Als Menschen hat man halt auch nur eine begrenzte Wahrnehmung und ja, einen Verstand und der Verstand ist ja auch nur begrenzt, ist ja klar, man kann halt nicht, genauso wie wenn ich jetzt aber ein Marienkäfer wäre, dann würde ich ja auch ganz anders wahrnehmen. Also deswegen, ich denke, ja, dass es halt schon ganz normal ist, so. Ja, vor allem das Ding ist, du hast das ja gerade gesagt, du konntest von Glück sagen, du bist selber vorher nicht von irgendwas, sag mal, so stark belastet gewesen. Gleichzeitig hast du halt in deinem Coach jemanden gehabt, der dann aber auch den Moment gesagt hat, hey, komm, das ist hier real, alles gut, ne? So, das ist jetzt nicht so das Thema. Aber der Punkt ist, du musst nicht unbedingt, das ist genau der Punkt, du musst nicht unbedingt vorbelastet sein, dass dieser Non-Duality-Kram dich richtig hart abfacken kann. Das muss nicht unbedingt so sein. Das ist auch der Grund, warum ja, in der Klassik früher das eben so war, also bevor das hier so im Westen auch bekannt wurde, das gab nicht diese Riesengruppen, die dann alle da irgendwo hinkommen konnten zum Meister. Und da hat die dann immer alles schön vollgelabert, sondern dieses Wissen wurde nicht jedem einfach so mitgeteilt. Und die hatten auch schon wirklich ein Auge drauf, wie es diesen Schülern dann auch ging. Ne?
Und haben ansonsten auch gesagt, ey, komm, wir pausieren jetzt hier mal, weil das tut dir gerade nicht gut. Und gerade bei Cosima ist das eben auch so. Cosima hat eine andere Geschichte. Cosima ist nicht mit einer Depersonalisation dahin gegangen, weil sie dachte so, hey, da ist ja eine Ähnlichkeit und vielleicht ist das Erwachen. Sondern es war quasi genau umgekehrt, wo man dann auch sieht, wohin das führen kann, ohne dass du diese Vorbelastung hast. Ne? Ja, also ich habe halt die DP die DP bekommen durch die jahrelange Beschäftigung mit Non-Duality. Also ich war trotzdem vorher tatsächlich auch vorbelastet mit verschiedenen Sachen. Deswegen bin ich überhaupt dahin gegangen, weil ich wollte von meinem Leiden befreit werden, ne? Was sie einem ja da auch schön schmackhaft machen. Aber bin dann am Ende eben mit einer DP da rausgekommen, was für mich das Schlimmste war, was ich jemals erlebt habe. Also da waren alle Ängste, die ich vorher hatte und so, ein Scheiß gegen. Und ich weiß ja inzwischen auch, dass, weil erst dachte ich so, erst dachte ich, das wäre die Erleuchtung. Dann dachte ich, ich wäre die Einzige, bei der es schiefgelaufen ist und so weiter, um dann festzustellen über den Laufe der Jahre so, nee, ich bin absolut nicht die Einzige. Das passiert sehr, 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 sehr vielen Menschen. Noch mehr Menschen in Amerika, weil da halt die ganze Strömung noch größer ist. Ne? Aber es wundert mich halt auch nicht, wenn einem die ganze Zeit so Sachen eingetrichtert werden, wie ja, dich gibt es halt nicht, ne, oder du bist nicht dein Körper, das alles hat mit dir nichts zu tun, bla bla bla, dass sich das irgendwann von dir selber entfremdet und du wirklich in diese Zustände kommst, wo du dich nur noch als beobachtendes, nicht lokalisierbares irgendwas empfindest, wenn Oh, jetzt war es kurz weggebrochen bei mir. Moment, bin ich wieder da? Ja. Ja, ja, irgendwie war ich kurz weg. Also mich wundert es nicht, dass das in solche Zustände führen kann und deswegen finde ich diese ganze Strömung einfach massiv gefährlich, weil ja auch keiner darüber redet. Ist ja nicht so, dass so ein Mario Hirt am Anfang von seinem Satz sagt so, hey, das, was ich hier mache, kann zu den und den Problemen führen und das ist auch nicht gut, also bitte pass auf, bliblablub, was auch immer man machen könnte. Aber das wird ja nicht gemacht, weil es ja um das Wissen geht. Und ja, das halte ich alles für sehr schwierig und deswegen mache ich den ganzen Kram hier. Ja, das ist so ein bisschen wahrscheinlich jetzt wie Aufklärungsarbeit dann, oder? So für euch. Ja. Ja, also kann ich sehr gut nachvollziehen jetzt so nach dem, also nach den Geschichten, die ihr halt habt, und ist ja auch cool und schön, dass das dass dann halt auch Menschen gibt, ne, die das auch machen und dann weiter geben wollen, so dass vielleicht andere, die dann halt betroffen sind, davon ja irgendwie genau sich davon vielleicht angesprochen fühlen und Hilfe finden dadurch oder ja Unterstützung. Ja, ich glaube, das ist schon wichtig, ja. Weil, ja, wie gesagt, nicht jeder ist mental und emotional stabil und keine Ahnung, wie halt diese ganzen anderen Leute sind, die da jetzt, ja, da drin waren, auch in dem Video. Ich habe keine Ahnung, weil ja kein Mensch irgendwie mal was gesagt hat irgendwie da. ja, aber naja, jeder ist für sich selbst irgendwie auch verantwortlich ein bisschen, ne? Also, ja, das also, auf jeden Fall auch, aber es ist halt wichtig, über diese Risiken zu sprechen, weil es ja halt von deren Seite nicht gemacht wird, ne? Deswegen mach ich das halt. Weil man muss schon wissen, worauf man sich einlässt. Bei Drogen weiß ich das auch, weißt du? Da werd ich, in der Schule werde ich schon darüber belehrt, was passieren kann, wenn ich mir LSD reinpfeife, so ungefähr, ne? Und das, ich vergleiche das ja auch ganz gerne damit, weil ich glaube, diese Zustände, in die man da kommen kann, sind teilweise wie ein Drogentrip. So. Und da möchte ich vorher gerne wissen, dass das eben sich auch scheiße anfühlen kann. Mm. Ja, und was ich dazu auch noch sagen möchte mit der Selbstverantwortung, natürlich, jeder ist selbstverantwortlich ein Stück weit, aber wir alle wissen ja, wie weit das mitunter bei der Selbstverantwortung ist. Also wie weit man sich da selber tatsächlich so weit im Griff hat und sagen kann, okay, hier ist für mich Stopp, das merkt man ja schon immer wieder bei Menschen, die in scheiß Beziehungen landen und so weiter. Man hat Muster im Kopf. Das heißt, diese neuronalen Netze, die wir da im Hirn haben, die steuern wir ja nicht alle komplett selbst. Ne? So, und das ist eben das Problem. Und die geben mitunter unsere Flexibilität halt eben auch vor und unsere Fähigkeit, an der geeigneten Stelle Nein zu sagen. Und das ist eben das Ding. Und überall, wo man hingeht, ist es ja so, wenn man an einen Lehrer, auf einen Lehrer trifft oder auf einen Psychotherapeuten, auf einen Coach oder was auch immer, ist vollkommen klar, diese Person, zu der ich da gehe, die hat mehr Wissen als ich.
Die hat mehr Wissen als ich und vor allem, wenn ich da hingehe und sage so, hey, ich leide unter irgendetwas, ne? Dann habe ich sowieso schon mal die Neigung zu sagen, ich gebe mich jemandem hin, wie weit auch immer, um Hilfe zu bekommen. Ein Psychotherapeuten, Lehrer, eine Vertrauensperson, was auch immer. Oder eben so ein Guru. Und das Ding ist, wo man eben aufpassen muss, die Verantwortung liegt immer bei dem, der das Wissen schon hat. Und der mehr weiß als der Schüler oder der Patient, wie auch immer, der Klient, der jetzt ankommt. Und da liegt eine ganz, ganz klare Verantwortungszuteilung. Die ist schon tatsächlich da. Man kann halt nicht davon ausgehen, so, man kann jetzt hier sich wie die Axt im Walde benehmen, wie es der Mario Hirt ja dann zum Beispiel auch tut. Ja. Und die Verantwortung liegt im Zweifel beim Schüler. Ja, der war halt nicht so weit, der war nicht offen genug, der hat nicht richtig meditiert, nicht genug gechantet oder was auch immer. Das wird ja halt gerne gesagt. Nicht genug, wer fragt das, gefragt. Ja, oder das, was auch immer. Du hast immer nicht genug oder nicht richtig das gemacht, was du machen musst, um halt das Ziel zu erreichen, was zu erreichen ist. Also da wird ganz viel Schuldumkehr betrieben. Also das ist das, was uns hier in dem Bereich immer wieder aufgefallen ist. Da wird Schuldumkehr betrieben, weil ja, jeder kann doch gehen. Es wird auch immer gesagt, das ist ja keine Sekte. So, du wirst ja nicht gezwungen, dort zu bleiben. Man nimmt dir ja nicht den Pass ab und dein Geld und wirst dort eingesperrt oder so. Aber das Ding ist, wir sind dazu in der Lage, uns selbst irgendwo einzusperren durch unsere Gedanken und unsere Gefühle, je nachdem, wie weit wir sind. Also du, Katharina, machst auf mich den Eindruck, dass du allein schon, wenn du sagst, so ja, mich hat das persönlich nicht berührt, was der da gesagt hat, ne? Dass du da sehr gefestigt bist. Du hast eine Vorstellung davon, wer du bist, wo du hier bist, was das hier ist. Und du könntest dir vorstellen, dass es darüber hinaus noch etwas gibt und du möchtest das erkunden. Du möchtest irgendwo hingehen, dich entwickeln. Aber du wirkst auf mich halt so gefestigt, dass du sagst so, hey, nee, ich kann da auch lange bleiben, mir diesen Quatsch antun. Kratzt mich jetzt nicht. Jetzt gehe ich da wieder weg und ich gucke mir das auch nie wieder an oder höchstens aus irgendwie morbidem Interesse nochmal. Mal schauen, was da so abgeht. So wirkst du auf mich. So. Und natürlich, dann kannst du für dich auch sagen so, ja klar, das obliegt jetzt meiner eigenen Selbstverantwortung und dann sage ich immer, nee, Schluss, komm, das reicht mir jetzt, ne? So, aber auf der anderen Seite ist es so, das kann nicht jeder, das ist einfach der Punkt. Trotzdem, weil wir volljährig sind, sagt man uns, ja, ihr seid doch volljährig, ihr könnt doch ja und nein sagen, ja, kann nicht jeder. Und der Punkt ist auch, wenn in dem Moment, jetzt stell dir vor, du wärst beim falschen Coach gewesen und du hast gesagt so, oh Mensch, irgendwie habe ich das Gefühl, das ist ja eigentlich nur eine Illusion oder ein bisschen irreal und so weiter. Nun hat dein Coach gesagt, nee, komm, das ist schon real. Wir sind hier in dieser Welt und wir machen unsere Erfahrung. Wir sind zwar spirituelle Wesen, aber wir sind hier, das ist fest, real, das ist schon so. Stell dir mal vor, der hat was anderes gesagt. Er hat gesagt, wow, ja, das ist gut. Jetzt hast du langsam erkannt, wo es hingeht. Das ist tatsächlich Illusion, das ist nur ein Spiel. So, das hätte ganz anders für dich ausgehen können. Ne? Das ist halt ja, einfach der Punkt. Weil du hast dem ja vertraut. Vertrauen spielt eine ganz große Rolle. Und das macht den Unterschied. Und dann kann ich sagen, auch wenn ich jetzt persönlich dieses Chakra-Thema ist nicht so meins und Reiki halt jetzt auch nicht unbedingt, aber dann kann ich sagen, so wie der Typ gehandelt hat, fand ich verantwortungsvoll. Der hat dafür gesorgt, dass du mit beiden Beinen im Leben bleibst. Der hat dich aufgefangen, als du sagst, hey, das ist hier so ein bisschen irreal und so weiter. Ne? Das finde ich dann verantwortungsvoll. Denn dann kommt er seiner Aufgabe auch nach und kommt seiner Verantwortung auch nach, die er tatsächlich trägt, als Wissender, als Lehrender. So. Aber es hätte auch sein können, dass er es nicht macht, sondern dass er noch eine andere Strömung hat. So, ey, Mensch, Katharina, geil, du hast die Illusion geschmeckt. So, jetzt geht's weiter, da musst du reinfühlen. Geh rein und ne, geh tiefer. Das hätte passieren können. Wer weiß, wo du gelandet wärst, einfach nur, weil du vertraut hast. Und das ist der Punkt. Die Verantwortung liegt für mich klar beim Lehrenden und bei den Non-Duality-Speakern ist das halt einfach so, die können sich einfach rausziehen, denn da ist ja gar kein Lehrer. Da ist ja niemand. Es ist ja nur das, was geschieht, sagt der Mario auch. Was hier aus meinem Mund kommt, auch das mit dem Selbstmord, ja, das kommt halt einfach raus, ne? So, ist halt so. Ja, dann, wie gesagt, ne, dann, wenn es keinen Lehrer gibt und auch niemanden, der, also kein Lehrer und kein Gelehrten, dann ist auch nichts, was gelehrt werden muss. Also, weiß nicht, das ist halt so sinnlos dann. Ich fand es einfach irgendwann sinnlos, weil ich mir halt dann denke, ja, deswegen habe ich auch immer wieder gefragt, ja, wozu dann das Ganze? Und wozu bist du dann hier? Warum bist du hier? Also habe ich ihn dann ja auch direkt gefragt.
Dann kam ja aber auch nur wieder, wer fragt denn? Also das führt ja nirgendwo hin. Und ich frage mich halt, warum die Leute dann überhaupt sich das reinziehen. Also ich meine, also mehrfach, ne? Ich meine, ich habe es mir jetzt einmal reingezogen und das war im Anfang Juli und seitdem nie wieder. Aber es gibt ja auch andere, die dort ja ständig mitmachen, so wie ich das mitbekommen habe. Manche sitzen da über Jahre, ey, das muss man sich mal überlegen. Aber was lernt man denn dann da, denke ich mir, so? Ja, nix. Also, gar nichts. Gar nichts. Gar nichts. Also ich finde es halt krass, weil ich bin ja damals, ich war auch viel bei Lehrern und ich hatte auch einen, so einen Hauptlehrer, bei dem ich über Jahre war, der war aber nicht so. Also diese Leute wie Mario Hirt, das ist halt noch mal eine Nummer radikaler als das, wo ich drin war. Wobei das, wo ich drin war, war auch nicht gut letztendlich. Aber da wurde irgendwie, also da, so Fragen wie, wer fragt das und so, ja, das kam ab und zu mal, aber es war nicht der Fokus. Also da hatte ich schon das Gefühl, da findet irgendwie ein Gespräch statt. Aber dieser Lehrer ist halt der Wissendere und der will mich jetzt da zu dieser Wahrheit führen. Das war aber nicht so brutal, sage ich mal, und auch nicht so, es wirkte zumindest damals nicht so komplett sinnbefreit, wie das, was der Mario da macht und andere Leute in dem Bereich. Ich weiß nicht, wie du das empfindest mit dem Maduka, weil der war ja auch eher so aus der Neo-Advaita-Richtung und jetzt nicht so Radical Non-Duality. Ja, also das, also es war natürlich, also das wirkte alles, mit Maduka wirkte natürlich wesentlich zugewandter, ne? So. Ja, das ist das vielleicht. Zugewandter und tatsächlich liebevoller. Liebe war ja, Maduka war, war ja so, Liebe war so sein Thema, ne? So, und deswegen wirkte das Ganze viel freundlicher, zugewandter und so weiter. Das ist eine ganz andere Nummer als das, was der Mario macht. Aber deswegen, Maduka ist halt, ist zählt zwar zu Neo-Art weiter, aber der hatte ja seine klassischen Bezüge eben auch, ne? Zu seinem Meister, bei dem er gewesen ist, ne? Bei Maharshi und, das ist eine andere Nummer als das, was der Mario da macht. So. Und naja, nun, aber die Leute. Ich meine, ne? Ja, man, also die Ursprungsfrage war ja, warum sitzen Leute da 20 Jahre? Ja, warum? Ne? Warum? Und klar, sie sitzen. Genau, die Leute, sie sitzen da 20 Jahre, weil sie sich Erlösung von ihrem Leiden versprechen. So war das bei mir. Und ja. Diese Übungen, die da manchmal gemacht worden sind im Satsang, die haben sich so gut angefühlt. Also ich fühlte mich wirklich teilweise in diesen Sessions, wo ich da war, so gut und so frei, dass ich wirklich dieses Gefühl hatte, so wow, wenn ich das quasi wirklich einmal so richtig verinnerlicht habe für mich, wenn ich das dauerhaft erreichen kann, in diesem Mindset irgendwie zu sein, Mindset wäre das falsche Wort, aber wie auch immer, ne, dann wäre halt echt alles gut und das möchte ich gerne. Ich möchte mich halt gut fühlen und deswegen bin ich immer wieder dahin gegangen, weil ich auch immer wieder so positive Erfahrungen da gemacht habe. Ne? Ja. Die sind nur dann wieder weggegangen, blöderweise. Dann musst du halt wieder dahin rennen. Sonst, ja. Ja, und das Ding ist halt, dass auch ein Maduka, das ist halt so das Ding, also der hat auch so weltliche Fragen natürlich beantwortet. Ne? Natürlich ja, der immer, Gaia auch damals. Es ging natürlich trotzdem immer wieder am Ende darum zu sagen, so wer empfindet das alles, wer fühlt das hier gerade, wer sieht das und so weiter. Aber diese weltlichen Sachen hat er dennoch beantwortet. Und du konntest halt auch ansonsten einfach rausgehen mit deiner weltlichen Geschichte und hast halt ein Grinsen gekriegt und eine Praline, weil du geredet hast. Und dann irgendwie war es halt irgendwie gut so. Dann war es in Ordnung. Aber diese Radical-Geschichte, die jetzt da stattfindet, das soll ja auch die Abkürzung sein. Da sollst du ja gar nicht viel machen. Du sollst ja jetzt verstehen, dass du eigentlich gar nicht existierst und damit auch dein Leid nicht. Und die Leute, die da sitzen, um die Frage ja mal zu beantworten, die wollen halt, die sind mit sich selbst. Also die empfinden wahrscheinlich sich selbst und alles, was um sie herum ist, als leidvoll und wollen das loswerden. Die wollen das schlicht und ergreifend loswerden. Und die abgekürzte Geschichte ist einfach, du musst dich selber ausradieren. Deswegen diese Frage. Dann kann ich mich auch umbringen. Das ist ja, sorry, dass ich das so radikal sage, aber dieses, ich meine, ausradieren, dann kann ich auch mein Leben beenden, welches ja eigentlich nicht wirklich stattfindet. Das ist halt irgendwie, macht es keinen Sinn für mich halt, dieses, ja, man soll halt das ausradieren, um dann kein Leid mehr zu empfinden. Aber wenn ich nicht in der Lage bin, wie gesagt, Leid fühlen zu können, ohne das ausradieren zu wollen sozusagen, dann muss ich halt, ja, muss ich mir Hilfe suchen, ja. Aber ich glaube, das ist halt die falsche Anlaufstelle dafür tatsächlich und ja, weil so funktioniert es halt nicht hier auf dieser Welt und
wie gesagt, ne, dann ist halt die Wahrscheinlichkeit hoch, dass man irgendwann sagt, ja, wozu das Ganze dann? Und dann, naja, dann kann ich jetzt auch das beenden hier. Dann brauche ich auch nichts mehr ausradieren oder, keine Ahnung, das Leid nicht mehr spüren. Dann, es gibt ja auch den schnellsten Weg dann. Einfach es beenden. Und ich fordere jetzt nicht dazu auf oder so, natürlich nicht, um Gottes Willen, aber das, ja, das ist halt das, was ich halt dann sehr schwierig finde, diese Aussagen, ja, dass man das halt ausradiert, das ich und naja, das Leid. Aber es geht ja darum, dass man ja alles empfinden sollte, auch jedes Gefühl auch zulassen und damit trotzdem leben kann, ohne es ausradieren zu wollen, ohne dass, das ist ja das, was ich meine, dass diese Leute halt oder dass man wahrscheinlich dann traumatisiert ist und dass man diese Gefühle halt gar nicht wirklich zulassen kann, weil man sie nicht aushält, ne? Weil man halt Leid nicht aushalten kann und deswegen muss man es halt irgendwie wegbekommen, anstatt zu verstehen, dass je mehr ich versuche, etwas wegzubekommen, also je mehr ich versuche, in den Widerstand zu gehen, desto schlimmer wird es das machen. Also desto mehr tut es Gefühl ja verstärken. Ich habe das selber schon erlebt. Ich habe auch gelitten. Na klar, jetzt, also nicht jetzt, aber ich habe auch Leid erfahren und auch mentales Leid. Mir ging es auch nicht immer gut. Ich habe auch bestimmte Dinge erlebt und habe, ja, auch gelitten, sage ich mal, ne? Und ich weiß noch, ich habe versucht, dagegen anzukämpfen und versucht, mich gut zu fühlen und gut fühlen zu wollen und ja, zu sagen, ja, was ist, ich fühle mich nicht schlecht und keine Ahnung, ne, versuchen. Das hat es nur schlimmer gemacht, das hat es nur mehr verstärkt, je mehr ich in den Widerstand gegangen bin. Bis ich irgendwann mal einfach versucht habe, das anzunehmen, in die Akzeptanz zu gehen und zu sagen, hey, jetzt akzeptiert doch einfach mal die Situation und den Moment so, wie er ist, wenn du das gerade nicht ändern kannst und lass doch einfach mal zu, dieses Gefühl, das Trauer zu empfinden, Wut oder keine Ahnung, ja, Leid, lass es doch einfach mal zu und ja, man wird halt irgendwann mal merken, dass das halt auch wieder weggeht, also das ist ja wie mit Gedanken auch irgendwie, die kommen und gehen und auch mit Gefühlen ist das ja so, die kommen und gehen und natürlich ist es aber auch so, dass man ja nicht einfach nur das, ne, beobachten sollte, wie es kommt und geht, sondern natürlich auch was versucht dagegen zu tun, wenn man jetzt wirklich ein ernsthaftes Problem hat, ne, wenn man jetzt wirklich psychisch irgendwie sehr labil ist und irgendwas durchgemacht hat, irgendeine Situation, die traumatisierend war oder irgendwas, dann sollte man dann natürlich auch was dagegen tun und dann halt zum Beispiel da Therapien halt dafür und ja, Leute, die sich damit auskennen und die dann halt einem helfen können, diese Dinge zu heilen und ja, genau. Per se ist es ja erstmal nicht schlecht auch, also wenn man jetzt negativen Emotionen, die wir halt als negativ empfinden oder als negativ einstufen und bewerten, wie Trauer oder Wut oder Enttäuschung oder sich betrogen fühlen oder solche Sachen. Es ist halt einfach erstmal nur da, finde ich. Es ist halt einfach erstmal nur ein Gefühl, ne? Und das muss man halt einfach auch mal zulassen können, finde ich. Weil man dann eigentlich schon, finde ich, schnell merkt, dass es gar nicht so, ja, schlimm ist, wie man sich immer denkt, also dass man das halt auch überleben kann, sage ich mal, sich so zu fühlen, das will ich nur sagen. Kommt drauf an, es kommt natürlich tatsächlich auf das Level an, ne, der Störung und des Traumas, ne, womit du dich tatsächlich rumschlagen musst. Und es gibt ja nun mal auch genügend Fälle, wo den Leuten halt einfach nicht zu helfen ist, ne, wo das so schlimm ist, dass sie am Ende diesen allerletzten Weg halt auch gehen, weil es einfach nicht zu ertragen ist und weil ihnen nichts hilft. Also von daher, da gibt es natürlich schon unterschiedliche Levels. Aber interessant ist halt eben dieses Zulassen. Gerade im Bereich dieser Non-Duality-Scheiße ist es ja so, dass die durchaus gerne davon sprechen, dass man dann ja alles da sein lässt. Ne? Deswegen macht es mitunter so den Eindruck, als würden sie da so eine wertvolle Traumaarbeit machen. Sie lassen ja alles da sein. Nein, nein, es soll ja nichts verschwinden. Es soll ja alles da sein. Aber letzten Endes geht es dann darum, dann doch wieder zu sagen, dass es den jemand, der da leidet, gar nicht gibt,
So, und somit führen sie das Ganze wieder ad absurdum, weißt du, sagen sie nach dem Motto, ja, Angst ist dann da und Leid ist da, aber es gibt einfach den Leidenden nicht mehr. Sondern statt dass du wirklich das annimmst als Person und versuchst mit Hilfe auch daran zu arbeiten, sagst du, ja, oder auch das zu akzeptieren, weil da ist nämlich dann auch niemand mehr, der das akzeptieren könnte. Also das ist komplett Banane eigentlich. Ja, also die eigentliche Arbeit, die du leisten musst als Person, als ich, wird dann auch wieder ad absurdum geführt, weil die Person ja da gar nicht da ist. Dann wird gesagt, lass es einfach da sein, das ist da wie alles andere auch. So, wie eine Gewitterwolke oder der Sonnenschein, bla bla bla, alles ist halt einfach irgendwie da, lass es da sein, aber es gibt den jemand, der das wahrnimmt nicht. Das wird dann einfach gemacht. Und dann ist das Leid natürlich dann auch wieder weg, weil es den jemanden ja gar nicht gibt, der leidet. Was natürlich Quatsch ist. Das ist einfach so ein Blödsinn. Und zu dem Ding nochmal, warum man dann zum Beispiel sagt, so, okay, wenn man den ganz schnellen Weg will, warum bringt man sich dann einfach nicht um? Weil das ist nämlich genau der Punkt. Die Leute wollen aber nicht in Wirklichkeit weg sein. Das ist nämlich genau das Ding. Und was den Leuten bei Non-Duality nämlich auch versprochen wird, ist ewiges Leben. Weil Leben und Tod, genauso wie an und aus und alles Mögliche, findet ja nur statt in dem einen. Deswegen, ich kann nicht sterben, denn ich bin ja schon tot. So, ich bin auch nie geboren worden. Das sind alles nur Zustände, die hier stattfinden. Also es wird über diesen Umweg wird dir letzten Endes Unsterblichkeit versprochen. Und das ist nämlich genau der Punkt. Deswegen will sich ja auch niemand im Rahmen dieses Ausradierens wirklich umbringen. Weil dann wäre ja in Wirklichkeit, das spüren ja auch eigentlich alle, die suchen. Du spürst ja, wenn du dich jetzt wirklich umbringst, dann ist das Risiko da, dass ja doch nichts mehr da ist. Das ist ja das Problem. Sie wollen ja doch eigentlich da sein. Sie wollen nur leidfrei sein. Und das ist der Punkt. Und deswegen geht es da nämlich nicht ums Umbringen, sondern um das psychische Ausradieren. Das ist eben das. Das ist eben der Punkt. Und in Wirklichkeit geht es darum, es geht um Leidfreiheit und doch, es geht um das ewige Leben. Das wird dir im Zweifel versprochen, auch wenn sie immer wieder sagen, ja, du als Person existierst ja gar nicht, es ist ja nur das eine, es gibt gar keine anderen. Aber letzten Endes, jeder Suchende, der da hingeht, empfindet sich ja erstmal auch noch als Person. Das ist ja nun mal so. Ja. Und weißt du, dann werde ich als Person nicht mehr leiden, auch wenn man das selber nicht mehr so formuliert. Und ich werde als Person unsterblich sein, auch wenn ich das nicht mehr formuliere. Ja, weil man übernimmt ja auch die Formulierung tatsächlich. Aber letzten Endes bin ich als Mensch da und ich empfinde das so, völlig egal, was mein Verstand mir gerade vorgaukelt, welche anfänglichen Einheitsempfindungen ich dann habe. So, letzten Endes bin ich das als Wesen, was auch immer ich für ein Wesen bin, habe meine Erfahrungen und kriege diese Versprechen und folge denen dann auch. Ich werde nicht verschwinden, ich werde nicht sterben und ich werde nicht mehr leiden. So, und ja, und dafür musst du halt auch letzten Endes viel über den Haufen schmeißen, ne? Das ist halt einfach der Punkt. Du musst viel über den Haufen schmeißen, selbst wenn du selbst nicht betroffen bist, persönlich, ne? Wenn du nachher so eine Erfahrung machst und steckst da drin, kann ja sein, dass du damit einigermaßen gut lebst. Aber was ist mit Angehörigen? Was ist mit Familie zum Beispiel? Ne? Das ist halt auch so ein Ding. Die kann in Mitleidenschaft gezogen werden. Einfach so nach dem Motto, naja, mein Lebenspartner ist ja nicht mehr real. Oder war es nie? Meine Kinder, alle nicht real, ist nur Teil des Spiels. Und die gucken dich dann auch an und denken so, okay, wo ist denn Mama und Papa, Mama jetzt hin? Oder wo ist Papa jetzt hin? Ne? Wie, ich existiere gar nicht. Ich bin doch hier. So, ne? Das heißt, es kann halt auch die Angehörigen in Mitleidenschaft ziehen. Ne? Weil wenn du das für dich persönlich machst, das sage ich ja auch immer, ne? Wenn jemand das für sich persönlich macht, in diesem Gefühl lebt, einfach nur einzig und allein für sich selbst. Okay, meinetwegen ist so ein Mensch vielleicht auch nicht mehr so richtig lebensfähig. Kann halt auch passieren. Okay, kriegt der Bürgergeld und irgendwie Berufsunfähigkeitsrente. Ist mir völlig egal. Darauf geschissen. Spielt keine Rolle. So, wenn diese Person das für sich alleine macht. Aber wenn andere in Mitleidenschaft gezogen werden, weil Familie, Kinder, wie auch immer, ne, oder man redet darüber und bringt anderen dann auch wiederum in diese Situation. Da ist dann wieder so der Punkt, wo ich sage so, nee, da ist eine Grenze überschritten. Ne? So, und alle wollen das. Alle wollen eine leichte, schnelle Lösung haben und alle wollen ihr Leid loswerden. Und alle möchten eigentlich auch gerne die Aussage haben, ja, ich existiere irgendwie weiter. Wer möchte sich das schon gerne vorstellen, dass er stirbt und dann war's das? Schicht im Schacht, Ende Gelände, schwarz und noch nicht mal jemand, der das nichts wahrnimmt. So, völlig ausradiert. Wer möchte sich das schon vorstellen? So, und das bieten die ja, wobei ja witzigerweise, dass bei Mario und solchen Leuten tatsächlich genau so ja formuliert wird. Du bist der traumlose Tiefschlaf. Ich meine, dann bist du halt weg.
Das ist ja was anderes als das, was ich damals gelernt habe, von wegen, ja, du bist das ewige Bewusstsein. Weil das klingt ja noch so, also ich habe das so gehört und das war für mich so, oh wow, cool. Ich bin das ewige Bewusstsein, das, was halt schon ewig da ist und das wird auch nach meinem Tod da sein und deswegen werde ich weiterleben als ewiges Bewusstsein. Das war eine schöne Vorstellung so. Aber das, was so Leute wie Mario verkaufen, ist ja wirklich, das ist ja die Auslöschung von allem. Was aber paradox ist, weil er ist ja noch da. Genau, es ergibt ja keinen Sinn. Es ergibt überhaupt gar keinen Sinn. Nee. Nein, überhaupt nicht. Natürlich nicht. Aber da frage ich mich dann schon manchmal so, okay, wow, davon angezogen zu sein, also ich weiß nicht, ob ich das damals dann noch mir reingezogen hätte. Vielleicht wäre mir das dann doch echt zu krass gewesen. Ich weiß nicht, weil... Aber ich meine, man denkt es auch nicht so richtig zu Ende, während man da drin sitzt. War bei mir also zumindest so. Ich habe es erst zu Ende gedacht, als ich dann da ausgestiegen bin, als ich dann die DP gekriegt habe und ja noch dachte, oh, das ist vielleicht die Erleuchtung. Aber und da war ich nämlich genau an dem Punkt, ich dachte, okay, wow, wenn das die Erleuchtung ist, ich habe nämlich, ich fühlte mich, als wäre ich nicht mehr existent. Es war genau dieses Gefühl. Und ich habe mir genau diese Frage gestellt und dachte, warum soll ich dann körperlich überhaupt, warum soll dieser Körper noch weiter existieren? Wozu? Es gibt keine Gründe, weil dieser Körper wird quasi von niemandem mehr bewohnt und es fühlt sich aber einfach nur leidvoll an und ich, wozu? Ne? Aber das habe ich vorher nie so gedacht, weil ich mir gar nicht auch vorstellen konnte, wie sich das vielleicht anfühlt, so ein Zustand von Ichlosigkeit. Und es mag sich nicht für jeden leidvoll anfühlen irgendwie. Für mich war es das und ja, da habe ich das eigentlich erstmal komplett zu Ende gedacht und habe gemerkt, wie verfickt gruselig das eigentlich ist, diese ganze Selbstauslöschung. Und wo ich jetzt auch denke, so warum? Warum sollte man das haben wollen? Ich meine, ich sollte jetzt leben wollen, das ist viel wertvoller. Ich meine, sterben kann ich wann anders. Ja, das stimmt. Also deswegen, ja, finde ich, muss man halt auch aufpassen, halt, dass man nicht abdriftet in diese Sachen und sich da zu sehr vereinnahmen lässt, auch von diesen Fragen vielleicht, die ich jetzt zum Beispiel so sage ich mal, auch was nach dem Tod ist oder wie auch immer. Das macht halt, also jetzt für mein jetziges Leben macht es halt nicht viel Sinn, sage ich mal. Das können ja schon trotzdem spannende Fragen sein. Also ich habe mich auch damit jetzt beschäftigt ein bisschen so. Das ist schon, warum nicht, ne? Klar, also man kann sich damit beschäftigen, aber ich wollte halt nur sagen, man sollte aber nicht jetzt sich davon konsumieren lassen, weil ja, das Leben findet halt trotzdem im Hier und Jetzt nun mal statt und wenn man dann halt sich nur noch, also wenn man sich jetzt nur noch damit beschäftigt, dann ist halt, ja, ganz wertig, weil ja, dann verpasst man halt irgendwie auch das Leben, ne, und das Hier und Jetzt und ja, genau, das. Und ich ja, finde es auch auf jeden Fall wichtig, dass was du vor uns auch gesagt hast, Björn, dass ja, dass es verschiedene Stufen gibt, auch ne, von Traumatisierungen und von Störungen und psychischen Störungen und ja, dass es dann vielleicht nicht jeder kann, wie du schon gesagt hast und deswegen muss man da, wie gesagt, vorsichtig sein, glaube ich, allgemein und ja. Ja, naja, also wie gesagt, ich denke nicht, dass ich da nochmal mitmachen würde wahrscheinlich. Wobei er schon auch irgendwie mir nochmal einen Link oder sowas zuschicken wollte. aber ich glaube, ich werde es lassen, weil ich, wie gesagt, das Gefühl habe, dass es mich nirgendwo hinbringt eigentlich jetzt so im Nachhinein. Und ja, ich kann mich halt nicht damit identifizieren, so wirklich im Endeffekt. Auch wenn ich dieses Gefühl hatte, wie gesagt, von Illusion, kann ich dann trotzdem irgendwie aber nicht wirklich mich damit so richtig identifizieren, weil, also so wie er es halt rübergebracht hat, ne? Und auch dieses Extreme und ja, sich komplett auflösen zu müssen und um nicht leiden zu müssen und so, das ist halt nicht meine Lebensphilosophie, weil, wie gesagt, für mich gehört es halt auch dazu, dass man auch negative Emotionen halt wahrnehmen kann und einfach da auch, ne, das, wie gesagt, annehmen kann, auch wenn es sich nicht gut anfühlt.
Ja, aber dass man halt auch an Dingen einfach arbeiten kann. So, ich meine, wie gesagt, ich war auch selber im Coaching und ja, und habe nicht einfach so das Leid, ne, sage ich mal, auch an mich ergehen lassen und mir gedacht, ja, okay, dann leide ich jetzt halt einfach mein Leben lang. So war es ja jetzt auch nicht, aber überhaupt, wie gesagt, zu lernen, halt damit auch im Reinen sein zu können mit solchen Gefühlen, das ist halt wichtig gewesen, so für mich jetzt persönlich zum Beispiel. Aber dass das auch nicht Ja. jeder kann vielleicht. Und es dann Menschen gibt, die dann, wie gesagt, ne, daran denken, vielleicht dann, ne, das zu beenden, jetzt halt zu leidvoll also ist, ne, weil da ja die Grenze ja bei jedem dann anders ist, oder erreicht ist. Das kann ich auch nachvollziehen. Und deswegen glaube ich, dass da, wie gesagt, eine gute Psychotherapie wahrscheinlich mehr bringt als dann diese Richtungen hier wahrscheinlich. Ja. Weil die Leute sind ja dann anders ausgebildet dafür. Also, ne, ein Therapeut, der ja auch irgendwo Psychologie studiert hat, um dann halt diesen Menschen helfen zu können. Ja, ich finde das total cool, wie reflektiert du bist irgendwie. Und ich würde, also Dankeschön. manchmal, ja, ich denke mir so, es braucht eigentlich mehr Leute wie dich im Satsang. Und zwar nicht, dass die dauerhaft da sitzen, sondern dass die mal kommen und einfach mal diese geilen Fragen stellen. Weil die werden normalerweise in so einem Satsang sitzen, die Leute wirklich da rum und sagen meistens entweder gar nichts oder sie stellen halt so eine Frage zu ihrem Leben und wollen halt eine erleuchtende Antwort von dem Lehrer und sagen zu allem Ja und Amen. Also, dass überhaupt mal jemand da eine kritische Frage stellt, ist echt selten. Und ich wünschte, das würde öfter passieren, weil es vielleicht, weiß ich nicht, aber eventuell auch den einen oder anderen, der da mit drin sitzt, mal zum Nachdenken bringt. Ne? Das wäre zumindest wünschenswert. Also, ja. Ja. Trotzdem würde ich dir nicht empfehlen, dich weiter darum zu treiben, weil es ist wirklich auch Ja, sinnlos. das Es ist, wie du sagst, es ja. ist sinnlos. Also wenn du noch an deiner Person interessiert bist, was schön wäre, Ja. dann Ja. hat Ja, man da nein, nichts zu suchen. ich glaube, genau, sonst wäre ich auch nicht so bestrebt nach Weiterentwicklung, wenn mich meine Person nicht interessieren würde. Deswegen gesagt, deswegen ist da dann halt die Grenze schnell erreicht gewesen, für mich zumindest mit diesem Sang. Ja. Ja. Ja, fand ich gut. Also ich wüsste jetzt auch nicht mehr großartig was zu ergänzen, ehrlich gesagt. Ne? Aber ich fand das irgendwie, also wie gesagt, wir fanden das ja sowieso schon ganz toll, wie du das da letzten Endes in dem Satsang gemacht hast, die Fragen, die du gestellt hast. Und ja, ich finde, das ist eine sehr gesunde Herangehensweise an Spiritualität, die du da hast. Also ich Ja. will mich jetzt hier nicht aufblasen und sagen, ich könnte das jetzt, wer weiß, wie beurteilen, ne? Aber ich habe mich ja schon lange mit Spiritualität auseinandergesetzt, mit allen möglichen Richtungen tatsächlich auch. Und nee, ich finde deine ganze Herangehensweise finde ich sehr gesund und ich finde, du bist da sehr präsent. So, ne? Und achtest auf dich und ja. Und bist sehr geerdet. Also das nehme ich so wahr. Und das habe ich jetzt in dem ganzen Gespräch hier so wahrgenommen. Und ja, ein paar sehr gesunde Sichtweisen eben auf das ganze Thema. Ja. Ich glaube, wie gesagt, das ist halt noch, wie gesagt, wichtig, glaube ich, halt in dem ganzen Thema Spiritualität, dass man halt nicht den Bezug verliert, auch zur Welt, also zur weltlichen Ebene, wo wir halt auch, wie gesagt, jetzt nun mal leben als Mensch, oder als spirituelles Wesen, wie auch immer. Genau, und ja, das ist halt mir persönlich auch wichtig und das würde ich auch jedem so mit auf den Weg geben, der sich vielleicht da mit solchen Themen beschäftigt oder im Spirituellen unterwegs ist, sage ich mal. Und ja, genau, also ja, und ich bin halt ja einfach offen für alle Konzepte und so weiter, aber ja, man entscheidet ja immer noch selber, was, ne, einem zusagt oder nicht so, oder hat ja auch eine Intuition. Also man hat ja nicht umsonst auch, ne, ein Bauchgefühl und was dann einem sagt, okay. Und aber dazu muss ich auch sagen, das funktioniert auch nicht bei jedem Menschen dann,
immer so, wie es sollte, eben auch durch Traumata und so weiter und durch den Verlust, also durch den Bezugsverlust zu sich selbst und zu seiner inneren Stimme, und das habe ich auch schon gehabt und deswegen, oh ja, es ist wichtig, also ich finde, ich glaube einfach, es ist wichtig, dass man sich mit solchen Dingen einfach mehr beschäftigt erstmal und an sich arbeitet und an seinen Baustellen, sage ich mal, ne, genau, und solche Dinge stärkt, ja, und dann ist das Risiko auch niedriger, solchen, ja, radikalen Konzepten zu verfallen vielleicht, genau, ja. Denke ich auch. Ja. Ja, aber ich fand es auch sehr, sehr, sehr cool mit euch beiden und sehr interessant. Und ja, bedanke mich auch sehr für das Gespräch und den Austausch. Und so stelle ich mir das eigentlich auch vor, oder so habe ich mir das vorgestellt, als ich da hingegangen bin, einfach so einen, ja, produktiven Austausch zu haben, weil ich will ja auch irgendwie mir was annehmen können oder irgendwas, vielleicht neue Impulse oder irgendwas. Und ja, so, das finde ich halt toll. Ja, das finde ich auch. Wenn man so miteinander reden kann, ist das schön. Und ich habe auch immer auf so einer Ebene überhaupt kein Problem mit diversen spirituellen Glaubenssachen oder Ideen oder wie auch immer. Ne? Gar nicht, null. Nur wenn es zu so radikal wird und jemand mir halt sagen will, er weiß, wie die Realität ist und das soll ich jetzt gefälligst auch so sehen, dann habe ich ein Ja, Problem. ja. Ne? Aber Verständlich. so wie mit dir, jetzt finde ich das alles super schön. Ich fand es cool, dass du das Gespräch überhaupt machen wolltest. Ich finde es doppelt cool, dass wir es jetzt aufzeichnen durften und das insofern noch mehr Leute zu sehen kriegen. Ja, das stimmt. Und ja, ich finde, du bist auf einem richtig coolen Weg eigentlich für dich. Das ist so jetzt mein Eindruck von dir, den ich habe. Ja, ich denke schon, ja. Mal gucken. Ja, es wäre auch, glaube ich, mal so ein, ich finde, das wäre vielleicht auch auf YouTube tatsächlich so ein interessanter Gegenentwurf. Also wenn du jetzt sagen würdest, du würdest auf YouTube deinen Weg einfach dokumentieren, was du gerade so machst, und dabei auch Dinge sagst, die du hier jetzt auch gesagt hast, ne? Wie du auf dich achtest und die Verantwortung, die dabei ist, und ja, dass man erstmal so ein paar Schritte in sich selbst regeln muss, damit man überhaupt ein sicheres Bauchgefühl hat. So, dass du halt auch vermittelst, ja, es gibt Situationen, da hat man eben noch kein sicheres Bauchgefühl aufgrund von Trauma etc. pp. Also wenn du das quasi so machen würdest, ne, wenn du so deinen Weg dokumentieren würdest und sagen würdest, hey, ich möchte mich weiterentwickeln und ich beleuchte hier interessante Themen, aber eben vor dem Hintergrund, ich bin hier geerdet in der Welt, betrachte mich aber durchaus auch als spirituelles Wesen und möchte irgendwo hinkommen. Also wenn du so quasi Spiritualität anbieten würdest, so, dann wäre das mal ein Gegenentwurf zu vielen anderen Richtungen, wo immer von Wahrheit gesprochen wird. Weil von Wahrheit sprichst du nicht, sondern du sprichst von mehreren möglichen Wahrheiten oder von Weisheiten oder von Ideen, von Konzepten. So, und du möchtest deinen Weg da einfach gehen und dich entwickeln und du glaubst an etwas. So, du lehnst aber damit andere Glaubensrichtungen nicht ab und du betrachtest halt nichts als so gefestigt als Wahrheit und das ist das jetzt und das will ich hier verkaufen. Also du würdest dann einen Gegenentwurf einfach bieten, weißt du? Du würdest einen spirituellen Weg bieten, ne? Aber ohne diese Festigkeit, ohne diese vermeintlichen Wahrheiten, die dann verkauft werden. Also das wäre schon, ich glaube, das könntest du gut präsentieren. Ich glaube, das wäre dann bestimmt für viele, viele Leute interessant. Und das wäre ein guter Gegenentwurf letzten Endes, ja. Dankeschön, ja. Mal gucken, ja. Ich strebe vielleicht tatsächlich an, so in die Richtung Coaching zu gehen, tatsächlich Coaching-Ausbildung zu machen irgendwie. Und ja, muss mich da auch noch ein bisschen damit mehr beschäftigen, was für eine Coaching-Ausbildung, weil es gibt ja ganz viele verschiedene Sachen, die man machen kann und auf die man sich spezialisieren könnte. Und genau, vielleicht, ja, werde ich das dann mal in Zukunft vielleicht angehen und ich finde, jeder muss seine eigene Wahrheit finden für sich selbst. Genau. Und das kann für mich eine andere sein als für den Mario zum Beispiel. Und das ist doch auch vollkommen okay so. Deswegen, ja, weil hier gibt es halt nun mal, wie gesagt, ne? Yin und Yang. Also es ist halt, ja, es ist halt für mich jetzt einfach. Und genau, ja. Aber ja, Dankeschön. Also Dankeschön für euren Zuspruch. Und ja, ich habe mich sehr, sehr gefreut. Und ich freue mich auch sehr, dass ja, ihr beide da rausgefunden habt aus diesem ganzen negativen Extrem, weil ja, es ja doch schon sehr
extrem war, was ihr beide da so erfahren habt dadurch. Und ja, sowas wünscht man halt eigentlich keinem, dass man sowas durchmachen muss überhaupt. Deswegen, ja, habe ich davor sehr viel Respekt, ja, vor euch beiden und vor eurem Lebensweg, den ihr gegangen seid. Und dass ihr das jetzt so versucht, ja, an andere einfach weiterzugeben, finde ich wirklich toll. Danke. Ja, danke dir. Schön. Dankeschön. Ja. So viele schöne Worte zum Abschluss. Ja, wer weiß, vielleicht sitzen wir irgendwann nochmal mit einem anderen Thema zusammen. Würde ich jetzt gar nicht mal unbedingt ausschließen. Je nachdem, wie ja, es bei gern. Dir weitergeht und überhaupt. Also, ne, wenn du noch mal Bock hast oder dir was einfällt oder wie auch immer, kannst du mich jederzeit kontaktieren. Alles klar, mache ich. Okay. Dann wünsche ich euch einen schönen Abend. Ja, dir auch. Dankeschön. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Tschüss. Ciao.